Herzlich willkommen zur Lage der Nation. Wir sind ja noch in einer kleinen Reisepause. Das ist aber eine gute Gelegenheit, uns hier mal einem längeren, ausführlichen Interview zu widmen und ein paar Themen zu widmen, die in der Lage ja zuletzt sehr heiß diskutiert wurden. Genau, wir sitzen hier heute zusammen am 6. November. Das heißt, wir haben das Interview voraufgezeichnet. Und dieses Interview erscheint heute quasi in einer Art Lage-Spezial. Ein ausführliches Interview. Wir stellen unseren Gast gleich noch vor, aber zunächst weiterhin der Hinweis, dass wir auch bald einmal wieder live zu sehen sein werden, nämlich mit einer Lage live in Leipzig. Da wird es einen Livestream geben für alle Menschen, die ein Abonnement der Lage der Nation geklickt haben. Das kennt ihr, das gibt es auf unserer Homepage unter küchenstutt.io/plus. Und Tickets für die Lage live könnt ihr natürlich auch erwerben in diesem Internet unter lage.live. Tickets unter lage.live für die Lage live am 14. Dezember, Samstag, 14. Dezember in Leipzig. Und diese Stimme, die ihr gehört habt, die gehört zu Ulf Burmeier. Genau. Und die Stimme, die jetzt gerade gesprochen hat, bevor ich jetzt wieder dran war, das war Philipp Banse. Wir beiden sind die Hosts der Lage der Nation. Und bevor wir gleich zu unserem Gast kommen, haben wir noch eine kleine Pause. Werbung. Also, um ein bisschen private Altersvorsorge, da kommt ihr heute nicht drum rum. Aber auch sonst kann es sehr cool sein, ein bisschen Geld anzusparen. Sei es, um mal ein Jahr Auszeit zu nehmen zum Beispiel oder für eine längere Reise oder auch als Eigenkapital, um mal eine Wohnung zu kaufen oder sowas. Wer seine Ersparnisse aber nur auf dem Konto lagert, der verliert durch Inflation und aktuell super niedrige Zinsen reales Geld. Wie aber könnt ihr euer Geld sinnvoll anlegen? Wie soll man auf Entwicklungen an den Börsen zum Beispiel reagieren? Dabei helfen euch die Leute vom Vermögensverwalter Fidelity. Die verwalten über 360 Milliarden Euro. Und Fidelity hat jetzt ein neues Produkt, das nennt sich Fidelity Wealth Expert. Damit helfen sie auch privaten Anlegern, ihre finanziellen Ziele zu erreichen. Ihr füllt einfach einen ausführlichen Online-Fragebogen aus. Da geht es um sowas wie Risikobereitschaft, Anlageziele, auch eure finanzielle Situation insgesamt. Und anschließend bekommt ihr vom Fidelity Wealth Expert einen unverbindlichen Anlagevorschlag für ein breit diversifiziertes, also breit aufgestelltes Portfolio. Schlagt ihr ein, wird euer Portfolio dann übrigens aktiv gemanagt. Also nicht von Maschinen, sondern von Menschen, die Investmentwerkzeuge nutzen, die sonst nur institutionellen Anlegern zur Verfügung stehen. Online investieren wie die Profis zu günstigen Konditionen. Schaut es euch mal an unter fidelity.de/investieren leicht gemacht. Werbung. Ja, da sind wir wieder. Wie versprochen haben wir uns einen Gast eingeladen, nämlich Jan-Marco Lutschak. Er ist Mitglied des Deutschen Bundestages für die Christlich-Demokratische Union, das schon seit 10 Jahren, zurzeit direkt gewählter Kandidat im Wahlkreis Tempelhof-Schöneberg hier in Berlin. Er ist Obmann der Union im Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz und war bei den Koalitionsverhandlungen in der Arbeitsgruppe Wohnungsbau, Mieten, Stadtentwicklung quasi das Gegenüber des regierenden Bürgermeisters von Berlin, Michael Müller. Er ist von Haus aus Jurist, war eine ganze Weile tätig und ist es, glaube ich, heute auch noch, formal jedenfalls, in einer sehr renommierten Kanzlei hier in Berlin und gilt insbesondere als Mietrechtsexperte seiner Fraktion. Herzlich willkommen in der Lage der Nation. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, bevor wir auf das ein großes Thema, sage ich mal, was bei uns in der Lage ja auch eine große Rolle gespielt hat, Mieten, Wohnungsbau etc. zu sprechen kommen, dachten wir, dass das vielleicht für die Hörerinnen und Hörer durchaus interessant ist, mal so ein bisschen auch zu gucken, wie denn ihre Arbeit so aussieht. Was Sie so machen. Wie sieht denn so ein Tagesablauf von Ihnen aus? Oh ja, das ist sehr unterschiedlich. Es hängt ein bisschen davon ab, ob wir eine Sitzungswoche haben des Deutschen Bundestages, wo die Gremien tagen, wo der Rechtsausschuss tagt, wo die Arbeitsgruppen tagen, das Plenum des Deutschen Bundestages oder ob es sich um eine Nicht-Sitzungswoche handelt. Da ist man natürlich dann sehr, sehr intensiv im Wahlkreis unterwegs. Aber so ein typischer Ablauf beginnt in der Regel, dass man morgens als erstes natürlich mal die Presselage studiert. Was sind so die Themen des Tages, die aktuell anstehen? Und dass hier so um 8 oder 9 die Sitzungen beginnen und eigentlich der Tag sehr, sehr eng getaktet ist. Also man rennt wirklich von einer Sitzung zur nächsten und so eine halbe Stunde Zeit am Schreibtisch, das ist fast schon eine Sondersituation, die man hat. Und das geht den ganzen Tag über so und eigentlich vor 10 ist man
nie zu Hause. Also langweilig, sage ich, wird es immer nicht. Du musst vielleicht dazu sagen, wir sind hier eine Runde aus zwei Drittel Invaliden, würde ich fast sagen. Ich habe mich gestern gegen Grippe impfen lassen und bin heute total malade. Ich hätte es lieber tun sollen. Und Herr Lutschak hat eine kleine, weiß ich nicht, Infektion. Jedenfalls der Hals ist hörbar angegriffen. Umso mehr vielen Dank, dass Sie das nicht abgesagt haben. Ulf hat das ja gerade schon angedeutet. Sie haben lange als Anwalt gearbeitet in einer renommierten Kanzlei, wo man wahrscheinlich auch ganz gut verdient. Was hat Sie denn dazu bewogen, in die Politik zu gehen? Also ich bin ja schon relativ lange auch in der Politik politisch engagiert. Es war jetzt nie mein Ziel. Also ich bin nicht eingetreten in Junge Union oder CDU und habe gesagt, ich muss unbedingt mal ein Mandat erringen, muss in den Bundestag irgendwann mal einziehen. Ich glaube, das ist auch etwas, was man gar nicht planen kann, sondern ergibt sich im Laufe der Zeit, dass man sich engagiert, sich versucht, für bestimmte Dinge einzusetzen, Dinge auch mitgestalten zu können. Und bei mir war das dann seinerzeit so, dass unser seinerzeitiger Wahlkreisinhaber, der war dann 65, hat gesagt, er wird nicht mehr antreten für den Wahlkreis Tempelhof-Schöneberg. Und dann stand die Frage im Raum, wer macht das dann? Und ich bin seinerzeit gefragt worden, ob ich das machen möchte. Und sie sagen zu Recht, ich bin ja von Hause aus Jurist, bin Rechtsanwalt. Und für mich stand das eigentlich nicht so in der Lebensplanung und habe dann auch erstmal sogar auch abgesagt, habe gesagt, nee, also ich will eigentlich in eine große Kanzlei und Jura, das ist so meine Leidenschaft, da brenne ich für, das will ich machen. Und habe dann erstmal tatsächlich abgesagt und habe dann ein bisschen später, hat dann 2-3 Wochen gedauert, habe das mir nochmal durch den Kopf gehen lassen und dann gesagt, Mensch, also in einer großen Kanzlei, das kannst du eigentlich dein ganzes Leben nachmachen, da kannst du immer arbeiten, aber die Chance zu erhalten in einem Wahlkreis, dort wo du schon seit vielen Jahren Politik machst, wo du groß geworden bist, wo du aktuell wohnst, dort zu kandidieren für den Deutschen Bundestag, das ist wahrscheinlich eine Möglichkeit, die ergibt sich nur einmal im Leben. Ja, und ich habe dann meine Entscheidung nochmal revidiert, habe gesagt, doch, ich werfe jetzt meinen Hut in den Ring, habe das dann getan und da gab es dann zwischenzeitlich schon 2 andere Kandidaten, die das auch getan hatten, also da gab es dann durchaus einen innerparteilichen Wettkampf darum, ja, und habe mich dann aber am Ende durchsetzen können und habe den Wahlkreis 2009 war das dann gewonnen, seit 15 Jahren auch das erste Mal für die CDU gewonnen und habe ihn seitdem 2-mal erfolgreich verteidigt und ja, freue mich sehr, dass das damals gelungen ist. Ja, wir haben jetzt in letzter Zeit auch in der Lage häufiger thematisiert, das Leben als Abgeordneter ist aber natürlich auch nicht nur immer ein Zuckerschlecken. Zu einer wirklichen Schattenseite, denke ich, gehört, dass man natürlich auch in der öffentlichen Kritik steht und die Anfeindungen in den letzten Jahren, jedenfalls berichten, dass viele ihrer Kolleginnen und Kollegen einfach wesentlich härter geworden sind. Beispielsweise hat Michael Roth, Staatsminister im Auswärtigen Amt, Morddrohungen bekommen, auch von Renate Künast ist das bekannt geworden. Wie erleben Sie das? Also spielt das auch in Ihrem Leben eine bedauerliche Rolle, eine traurige Rolle? Wie erleben Sie die Reaktion der Öffentlichkeit auf Ihre Arbeit? Also das ist leider tatsächlich so, dass man schon merkt, auch in den 10 Jahren, die ich jetzt dabei bin, dass das Klima wirklich rauer geworden ist. Der Ton in der Debatte, in der Auseinandersetzung ist rauer geworden. Und damit meine ich jetzt nicht nur, dass die AfD jetzt im Deutschen Bundestag ist. Das hat auch das Arbeiten hier auch im Bundestag, im Hohen Haus verändert. Aber man merkt es insbesondere auch bei den sozialen Medien. Mhm. Ich selbst habe auch schon, muss man leider sagen, diverse Morddrohungen bekommen. Ich hatte jetzt gerade vor wenigen Wochen erst einen Anschlag auf mein Bürgerbüro, wo man alle Scheiben zerschlagen hat. Und ich habe selber sogar schon mal einen Farbanschlag auf mein privates Wohnhaus auch gehabt, also wo wirklich Menschen vor der Tür standen, die ganz gezielt offenbar versucht haben, mich einzuschüchtern. Das ist bei mir in dem konkreten Fall immer so ein bisschen in dem linksextremistischen Spektrum zu verorten. Es gibt auch Bekennerschreiben dazu, weil ich mich bei bestimmten Themen, Sie hatten das ja angekündigt, ich bin also in diesem Bereich Wohnen, Mieten auch sehr, sehr stark unterwegs und das ist ganz offenbar gezielt ein Versuch gewesen, mich dort mundtot zu machen. Bei mir, das liegt jetzt an meiner Persönlichkeitsstruktur, hat das eher den gegenteiligen Effekt. Ich sage jetzt erst recht, aber es ist natürlich schon etwas, was einen nachdenklich stimmt, wenn man unterschiedliche Auffassungen, unterschiedliche Meinungen nicht mehr äußern kann, ohne sich am Ende der Bedrohung auszusehen. Woher kommt das? Sie machen das jetzt ja seit 10 Jahren, sitzen Sie ja im Bundestag. Und das ist ja gerade auf kommunaler Ebene auch ein Riesenproblem, ne? Weil hier auf Bundesebene Minister und so, die haben da noch eine gewisse Art von Schutz und da ist die Aufmerksamkeit größer. Ich weiß nicht, haben Sie Personenschutz? Nein. Okay, aber auf kommunaler Ebene ist das ja noch viel weniger der Fall. Gleichzeitig ist es super wichtig, dass sich da Leute engagieren. Die stehen dann aber häufig im Regen. In diesen 10 Jahren, woher kommt das? Woher kommt diese Aggressivität? Also wie die Ursachen letztlich sind, das ist schwer zu ergründen. Aber ich glaube schon, dass die sozialen Medien schon einen wesentlichen Anteil daran haben, weil man eben sehr, sehr schnell kommuniziert,
sehr, sehr verkürzt auch kommuniziert und deswegen eben auch, sagen wir mal, versucht die Dinge auf den Punkt auch zu bringen und dadurch manchmal sozusagen versucht sozusagen die Schlagzeile zu bestimmen und das führt eben dazu, durch diese Verkürzung, dass man manchmal eben auch Grenzen einfach auch überschreitet. Und es liegt einfach daran, man steht den Menschen einfach auch nicht gegenüber. Und das ist schon etwas, was ich auch in Gesprächen mit Bürgern auch erlebe, die oft zu mir, wenn ich an einem CDU-Stand unterwegs bin, dort Flyer verteile, mit Menschen ins Gespräch komme, die dann oft mal auch auf einen zukommen und wirklich sehr, sehr kritisch sind und die dann auch wirklich schimpfen über die Politik, über die Politiker. Und wenn man dann aber mit ihnen ins Gespräch kommt, dann kommt ganz oft so, sie meine ich ja nicht, sie hier vor Ort, die hier eine Arbeit ordentlich auch machen und so, sie sind nicht damit gemeint. Und ich glaube, daran macht kann man, glaube ich, gut festmachen, dass es sozusagen so eine gewisse Entzerrung auch gegeben hat so und auch so eine gewisse Anonymisierung von der Kritik, die man im Netz auch anonym häufig ja auch von sich geben kann und dem, was sozusagen tatsächlich passiert. Wenn man mit den Menschen direkt spricht, kommt das eigentlich eher seltener vor, dass man wirklich, wirklich beschimpft wird. Das gibt's auch, aber es ist nicht so ausgeprägt. Ja, also ein häufiges Stichwort, das wir so erleben in unserer Arbeit, was Kritik angeht an der Arbeit von Politikerinnen und Politikern, sind Nebentätigkeiten, wo eben häufig der Vorwurf erhoben wird, dass Menschen im Grunde nur teilweise, sagen wir mal, ein unabhängiges Mandat wahrnehmen, in Wirklichkeit aber für irgendwelche Drittinteressen arbeiten. Also wenn man das jetzt auf Ihrer Seite beim Bundestag mal nachliest, die haben also in der Anwaltskanzlei nach wie vor eine Nebentätigkeit Stufe 1, das sind also 1.000 bis 3.500 Euro, dann gibt es einen Mandanten, das ist Stufe 2, 3.500 bis 7.000 Euro. Ich glaube, das sind Jahreszahlen, ne? Oder sind das monatliche Zahlen? Also das ist immer auf Mandant ist immer auf das jeweilige Mandat bezogen. Also auf das Mandat bezogen. Okay, aber die Kanzlei, ist das monatlich oder jährlich? Die Stufen, das ist monatlich. Das ist monatlich, genau. Und dann sind Sie ja auch, wenn ich das richtig sehe, Hausverwalter. Also Sie sind als Hausverwalter eines oder mehrerer Mietshäuser tätig. Würden Sie denken, dass Sie da jedenfalls partiell auch Abgeordnete in eigener Sache sind, wenn Sie sich zum Thema Mietrecht äußern? Absolut nicht. Es ist richtig, dass die Frage der Nebentätigkeiten von Bundestagsabgeordneten generell immer eine Frage ist. Also bei meinen Besuchergruppen, die ich viel mache, wird das auch immer gefragt. Ich erkläre das dann immer so und ernte da eigentlich auch sehr viel Verständnis dafür, dass es letztlich dieses berufliche Standbein ist, was mir meine persönliche Unabhängigkeit sichert. Wir erleben ja jetzt ja gerade die Zeit, wie schnelllebig Politik auch sein kann. Also wir sind jetzt im November. Es kann sein, das kann niemand heute beantworten, dass die Große Koalition im Dezember beendet ist. Wenn die SPD auf ihrem Bundesparteitag sagt, sie will nicht mehr, dann steigt sie aus, dann ist die Koalition zu Ende, dann gehen wir höchstwahrscheinlich auf Neuwahlen zu. Das heißt, es kann sehr schnell der Umstand eintreten, dass man eben nicht mehr politisch tätig ist. Und das ist etwas, wo ich glaube, dass es Unabhängigkeit im Denken und Freiheit im Denken und auch im Handeln sichert, wenn ich dann nicht in der Situation bin zu sagen, ich muss unbedingt wieder in den Bundestag, weil ich davon in irgendeiner Form vielleicht sogar auch wirtschaftlich abhängig bin. Sondern bei mir ist es so, ich kann zurückgehen in meine Kanzlei, das macht mir große Freude, das bereitet mir großen Spaß, ich verdiene da am Ende auch nicht weniger, eher im Gegenteil. So, und das ist letztlich das, was mir meine persönliche Unabhängigkeit sichert. Aber was machen Sie denn für diese 1.000 bis 3.500 Euro im Monat für die Kanzlei? Ich bin da ganz normal als Anwalt beschäftigt. Richtig ist natürlich, das ist nicht in dem Umfang möglich, wie so sonst meine Kollegen dort sind. Das ist klar, dass meine Tätigkeit hier im Deutschen Bundestag, das ist meine Hauptbeschäftigung, die ich mache. Ich habe als Berliner Abgeordneter ja den Vorteil, dass ich nicht pendeln muss von Wahlkreis zum Bundestag, sondern ich setze mich morgens in die S-Bahn, bin eine halbe Stunde später da. Das ist ein großer Vorteil gegen etwa Kollegen, die aus Baden-Württemberg oder anderswoher kommen. Und das schafft natürlich ein bisschen zeitliche Ressourcen und die kann man dann auch schon nutzen. Aber man muss sagen, es ist zeitlich in einem geringen Umfang, das ist ganz klar. Das geht auch gar nicht anders und wäre auch anders auch nicht in Ordnung, wenn man ja als Bundestagsabgeordneter gewählt ist. Und ich finde, die Menschen, die einen gewählt haben, ich bin direkt gewählt, haben auch eine Verantwortung und eine Pflicht einem auferlegt, sich für dieses Mandat einzusetzen. Letzte Frage dazu. Wären Sie dafür, das auf Heller und Cent genau zu veröffentlichen? Ich hätte damit kein Problem, das zu tun. Okay. Ein nächstes Thema, das ein bisschen in dieselbe Richtung geht, Stichwort Treffen mit Lobbyisten oder generell so der Einfluss von Interessenvertretern auf die Abgeordneten. Das ist etwas, was wir erleben, so in dem Feedback zu unserer Sendung, dass viele Menschen sich da Sorgen machen, sich die Frage stellen, warum eigentlich müssen Menschen, die ja eigentlich Vertreterinnen und Vertreter des Volkes sein sollen, wieso müssen die eigentlich mit Lobbyisten reden? Was würden Sie denken? Wie oft kommt das vor? Welche Rolle spielt das in Ihrer Arbeit als Abgeordneter? Und warum machen Sie das? Also man muss dazu sagen, dass der
Der Begriff des Lobbyisten, der ist da schon erstmal grundsätzlich eher so ein bisschen negativ konnotiert. Also man versteht etwas Schlechtes darunter. Man muss aber sagen, dass wenn jetzt zu mir zum Beispiel Gewerkschaftsvertreter kommen, wenn zu mir der Deutsche Mieterbund kommt, natürlich sind das auch alles Lobbyisten. Mhm. Die vertreten Interessen. Und ich finde, Interessenvertretung ist auch nichts Schlechtes. Ich selber bin auch Lobbyist, nämlich Lobbyist für meinen Wahlkreis. Ich vertrete die Interessen der Menschen in meinem Wahlkreis. Mhm. Und man darf sich, glaube ich, da nicht so ein falsches Bild von machen. Ich sage immer ganz gerne, dass es dort, wo es einen Interessenvertreter für eine bestimmte Richtung gibt, gibt es mindestens einen Interessenvertreter auch für die andere Seite. So, und am Ende obliegt es dann der Entscheidung jedes einzelnen Abgeordneten, mit wem er sich trifft, und aus diesen unterschiedlichen Interessen letztlich dann auch seine Meinung zu formieren. Mhm. Weil das ist ja auch ein Vorwurf, der Politik ganz oft gegenübergebracht wird, dass man vom grünen Tisch aus Entscheidungen trifft, ohne wirklich ein Verständnis von den tatsächlichen Vorgängen zu haben, wie es in der Realität, in der Praxis aussieht. Genau dazu dienen ja diese Treffen. Ich bin selber Jurist, bin in der Rechtspolitik da auch bewandert, kenne mich dort auch ein Stück weit auch aus, auch aus meiner anwaltlichen Tätigkeit. Aber es ist natürlich so, dass wenn wir bestimmte Gesetzesvorhaben haben, dass das unglaublich wertvoll, unheimlich wichtig ist, sich mit denjenigen zu treffen, die am Ende mit diesem Gesetz umgehen müssen. Und die einem dann auch sagen, wenn ihr das jetzt so gestaltet, hat das für unsere alltägliche Praxis die und die Auswirkung. Also das ist absolut notwendig, dass am Ende ein gutes Gesetz rauskommt. Aber das ist ja, glaube ich, für den nachvollziehbar, dass man versucht, sich aus möglichst vielen Ecken zu informieren. Aber häufig gibt es ja dann tatsächlich auch in der Realität den Druck. Also dass Lobbyisten Druck machen, zumindest wird das nach außen so kommuniziert, und deswegen Politiker, Politikerinnen glaubten, sich nicht anders entscheiden zu können. Und da frage ich mich immer, woher kommt dieser Druck? Wie gelingt es Lobbyisten, Druck zu machen? Also ich bin jetzt seit 10 Jahren im Deutschen Bundestag. Auf mich hat noch niemand Druck ausgeübt, und ich würde es mir auch in aller Deutlichkeit verbieten, so etwas zu machen. Da hat man, glaube ich, wirklich eine falsche Vorstellung. Wenn jemand zu mir kommt und für ein bestimmtes Anliegen wirbt, dann versucht er mir natürlich darzulegen, was das etwa für Auswirkungen hat. Ja, das können wirtschaftliche Auswirkungen sein, das können andere Auswirkungen sein. Er versucht mich natürlich für eine bestimmte Dinge dazu interessieren für und auch zu vereinnahmen für. Aber das ist dann wiederum meine Aufgabe als Abgeordnete, das natürlich wieder ein Stück weit auf den Boden zurückzuholen. Und ich weiß ja, mir sitzt da ein Interessenvertreter drüber, der natürlich eine bestimmte, auch vorgefertigte Meinung zu bestimmten Themen hat. Und weil das so ist, treffe ich mich natürlich dann auch mit der anderen Seite und höre mir dann die andere Seite auch an. Und das Thema Mietrecht ist vielleicht ein gutes Beispiel dafür. Natürlich kommt der Deutsche Mieterbund und sagt mir dann, wenn es um die Mietpreisbremse geht, dass das endlich mal ein Gesetz ist, was die Mieterinnen und Mieter hier wirklich schützt, und dass man die vielen Ausnahmen, die es dort gibt, dass man die eigentlich abschaffen müsste und dass man die Mietpreisbremse noch viel schärfer ausgestalten müsse. Und gleichzeitig kommt aber dann etwa zum Beispiel Haus und Grund zu mir und sagt mir genau das Gegenteil und sagt, die Mietpreisbremse ist ja ein furchtbares Instrument, ist verfassungswidrig und wird am Ende dazu führen, dass niemand mehr in den Wohnungsmarkt investieren wird. Und das ist dann jetzt wiederum meine Aufgabe, als Abgeordneter diese sehr unterschiedlichen Interessen zusammenzufügen, daraus meine Auffassung zu bilden, und dann nehme ich als direkt gewählter Abgeordneter zum Beispiel auch immer das mit, was mir in meinem Wahlkreis gespiegelt wird, was mir in meinen Bürgersprechstunden gespiegelt wird, wo ich ja auch mit ganz, ganz vielen Menschen zusammenkomme, die mir auch ihre Probleme mitgeben. Also deswegen ganz kurz, auf mich hat noch niemand Druck ausgeübt, das, wie gesagt, würde ich mir auch verbieten. Ich glaube, das ist ein falsches Bild, was von Lobbyisten an der Stelle wirklich gezeichnet wird. Ein anderes Problem bei diesem Lobbyismus ist ja auch, Sie schildern das jetzt so, ja, da gibt es die eine Seite, es gibt die andere Seite. Das mag beim Mietrecht vielleicht noch der Fall sein, aber in der Regel gibt es ja verschiedene Politikfelder, die bei solchen Entscheidungen berührt sind. Und nach meinem Eindruck, Beispiel Energiewirtschaft oder Umweltschutz, gibt es halt sehr, 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 oder Auto. Lobbyismus, gibt es auf der einen Seite sehr, sehr mächtige Organisationen, die sehr viel Geld haben, sehr viel Juristen haben, sehr viel Personalaufwand draufschmeißen können, um ihre Interessen zu vertreten bei ganz vielen Abgeordneten auf einmal. Und dann gibt es da die kleinen anderen Bürgerrechtsvereine oder irgendwelche Umweltgruppen, die dann mit 10 Leuten 8 Politikfelder beackern sollen. Wie gehen Sie mit diesem Kräfteungleichgewicht um? Ja, und vielleicht, um da nochmal eine Zahl ins Spiel zu bringen. Also ein Oppositionsabgeordneter, das ist Christian Kindler, Finanzexperte der Grünen, hat eine Anfrage gestellt ans Bundeskanzleramt, wie oft sich Angela Merkel in den vergangenen 12 Monaten mit Automobilinteressenvertretern und Umweltgruppen getroffen hat. Und nach der offiziellen Antwort des Bundeskanzleramts steht es 8-1. Also 8 Treffen mit Automobillobbyisten und Führungskräften aus Automobilindustrie und nur 1 Treffen mit einem Vertreter des BUND in diesem Fall. Also das ist natürlich ein zugespitztes Beispiel, aber da fragt man sich natürlich schon, schafft die Bundeskanzlerin das da, die nötige Balance zu halten?
Also ich glaube, auch da wird ein bisschen ein falsches Bild gezeichnet. Also gerade, weil Sie sagten, so diese kleinen Gruppen, wenn es um Umweltthemen oder so geht, dass die nicht wirkmächtig seien, das kann ich nicht feststellen. Also wenn ich nur mal an, wenn ich an ATTAC denke, wenn ich am Kampak denke und an viele andere NGOs, die eine unglaubliche Wirkmacht haben, die über Petitionen, über Online-Geschichten eine solche Breite erreichen können. Wenn ich jetzt, also gerade bei diesem Thema Windkraft zum Beispiel, also es gibt kaum eine Branche, Energiewirtschaft, wenn es um Öko-Energiewirtschaft geht, die so gut organisiert ist. Und ich habe also noch nie so einen Bereich erlebt, wo so stark lobbyiert worden ist zugunsten von grünen Energien. Also das ist wirklich ein ganz, ganz falscher Eindruck, der da entsteht. Und aber auch letztlich da. Natürlich gibt es Interessenverbände, die sind stark, die sind wirkmächtig. Aber das ist jetzt meine Aufgabe als Abgeordneter, das einzuordnen und am Ende mich nicht dort von irgendwelchen Dingen beeinflussen zu lassen. Aber dann finden Sie ein Verhältnis von 8:1 auch unglücklich. Ich kenne den Kalender der Bundeskanzlerin nicht. Mein Eindruck ist nicht, dass die Umweltverbände, wenn ich jetzt mal an die deutsche Umwelthilfe, die ja sozusagen die ganzen Fragen Dieselfahrverbot und so, also mit einer Wirkmacht am Ende ja auch durchgesetzt hat, da kann man, glaube ich, nicht sagen, dass es ihr da an Wirkmacht mangelt. Letzte Frage dazu fällt mir noch ein. Es gibt ja diese Debatte um ein Lobbyregister. Also, dass Sie als Abgeordneter eben auch oder die Öffentlichkeit reingucken kann, welche Organisationen, Vereine geben wie viel Geld für welche Politikbereiche aus, treffen sich mit welchen Politikern. Das gibt es, glaube ich, so auf freiwilliger Basis. Wären Sie dafür, das verpflichtend zu machen, dass alle, die irgendwie Einfluss nehmen auf Politikbereich, sich da eintragen müssen und genau auflisten müssen, wer wie viel Geld für wen ausgibt, für was? Also es gibt ja ein Lobbyregister bereits auf europäischer Ebene, dort macht man das ja so. Am Ende, finde ich, muss es schon eine Transparenz geben, das ist ganz klar. Wir haben das ja hier, gab ja mal eine Diskussion, wer hat hier sozusagen Hausausweise, kann in den Bundestag rein und rausgehen, um dort Gespräche zu führen, das ist ja verändert worden. Ich glaube, am Ende muss es natürlich auch immer einen Raum geben für Gespräche. Und es ist eine schwierige Gratwanderung manchmal, wenn man jemanden jetzt, hier Berlin, das ist ja hier auch ein Stück weit eine Blase, man geht über die Straße und trifft irgendjemand und im Vorbeigehen wechselt man ein paar Sätze. Ist das jetzt schon etwas, was sozusagen dort veröffentlicht werden muss, wenn ich irgendwo anders unterwegs bin, auf irgendeinem parlamentarischen Abend? Darum geht es ja gerade darum, dass man eben mit Menschen auch in Kontakt kommt. Hat man vielleicht an einem Abend vielleicht irgendwie 10, 15, 20 so Smalltalks, ja, muss ich die jetzt alle an einem Abend aufzählen und veröffentlichen. Ich glaube, da geht es irgendwann ein Stück weit auch zu weit. Transparenz ja, aber es muss irgendwo im Rahmen bleiben, glaube ich. Aber vielleicht wenigstens in Bezug darauf, dass man mal weiß, welche Menschen sind denn eigentlich im Umfeld des Bundestages tätig. Ne? Das also nicht notwendig jeden Kontakt, sondern Die Hausausweisregelung ist darauf angepasst worden und das ist jetzt klar und nachvollziehbar. Eine Frage noch so ein bisschen quasi in eigener Sache. Wir gestalten jetzt ja seit 3,5 Jahren einen politischen Podcast, der auch relativ prominent vertreten ist oder in den Podcast-Charts bei iTunes. Wie leben Sie dieses neue oder relativ neue Medium Podcast wahr? Denken Sie, das spielt eine Rolle im politischen Berlin? Wird das wahrgenommen, was Podcasts machen? Wie sehen Sie persönlich das? Hören Sie Podcasts? Also ich glaube, man sieht es ja auch in Ihrer Reichweite. Sie weisen darauf hin. Sie sind ja, glaube ich, unter den Top 10, glaube ich, da immer bei den iTunes-Charts und so. Das zeigt ja schon, welche Reichweite Sie da mittlerweile auch erreichen, weil es, glaube ich, schon viele Menschen gibt, die morgens auf dem Weg zur Arbeit, die eben nicht mehr so klassisch Zeitung lesen, sondern bei mir ist das übrigens auch so, mein Medienkonsum hat sich auch verändert. Ich weiß noch, ein paar Jahre zurück, da habe ich als erstes morgens die FAZ in Printversion gelesen und die ist ja nur relativ dick. Meistens ist man zu gar nicht mehr viel anderen gekommen. Heute ist es anders. Mhm. Heute fange ich bei Twitter an, gehe über Facebook. Die FAZ habe ich auch noch, aber mittlerweile auch als E-Paper nur noch. Und Podcast ist, glaube ich, etwas, was das gut eben ergänzt, weil sie eben sehr, sehr komprimiert Informationen zusammentragen können, das einordnen können. In 1,5 Stunden. Gut, sie sind relativ breit aufgestellt, aber es gibt ja auch welche, die sozusagen versuchen, stärker noch zu komprimieren. Und ich glaube, das ist eine Lücke und die ja auch sehr, sehr gut angenommen wird. Mhm. Kommen wir mal zu den Mieten. Das ist ja auch, also in Ihrem Leben sowieso, aber auch bei uns im Podcast immer Thema gewesen, auch heiß debattiert und kontrovers debattiert. Sie sind ja auch Hausverwalter in Berlin. Was verwalten Sie für Häuser? Wie viel ist das? Wie muss man sich das vorstellen? Ah, das ist ein ganz kleines Objekt. 5 Einheiten sind das sozusagen, wo auch noch meine Eltern drin wohnen. Also insofern, man muss es halt wegen der Transparenzrichtlinien des Bundestages veröffentlichen, aber es ist jetzt nichts, womit ich jetzt irgendwie groß Gewinn mache, oder? Also sind Sie denn als in Ihrer anderen Anwalt Tätigkeit für Unternehmen aus dieser Branche tätig? Nein. Okay. Wir haben ja zu wenig Wohnungen. Ich glaube, das ist unstrittig in Metropolen, aber auch generell. Wie würden Sie das denn sehen? Was ist das größte Problem im deutschen Wohnungsmarkt?
Also das Kernproblem ist tatsächlich, jedenfalls in den Ballungsgebieten und in den großen Städten, dass die Mieten dort steigen. Und das ist etwas, was die Menschen verunsichert, was sie natürlich auch an vielen Stellen eben existenziell auch betrifft. Das ist völlig klar. Und deswegen muss das politische Ziel sein, dass wir diese Menschen vor Verdrängung schützen. Das ist im Übrigen auch ein Ziel, was über alle Fraktions- und Parteigrenzen hinweg geteilt wird. Der Unterschied besteht allerdings darin, wie erreichen wir das, dass die Menschen nicht verdrängt werden. Und da gibt es eben durchaus unterschiedliche Regelungsansätze. Manche setzen mehr auf die Regulierung und manche sagen, wir müssen das Angebot an Wohnungen ausbauen. Und am Ende ist wahrscheinlich beides richtig. Ich bin sehr dafür, dass wir soziale Leitplanken im Mietrecht haben und brauchen. Und deswegen haben wir ja auch als große Koalition in den letzten Jahren unheimlich viel gemacht im Mietrecht, wirklich auch viele gute mieterschützende Gesetze auf den Weg gebracht, gerade zum Jahresanfang erst ein umfassendes Mieterschutzgesetz, wo wir die Mietpreisbremse noch einmal verschärft haben, wo wir die Regelung zur Modernisierungsumlage noch mal verändert haben, dass eben nicht, wenn energetisch musiert wird, wenn altersgerecht umgebaut wird, dass die Mieten eben so stark steigen können. Also da machen wir wirklich viel. Aber am Ende, und da muss man auch immer ganz deutlich und klar sein an dieser Stelle, egal wie scharf wir regulieren, egal wie scharf wir die Mietpreisbremse stellen, die Schlangen in den bei den Wohnungsbesichtigungen, die werden am Ende nicht weniger werden. Ich mache das immer ganz gerne an einem Beispiel fest, spielt auch hier in Berlin, da war eine Wohnung in Pankow, lag die, gute Lage, gut ausgestattet, zu einem relativ günstigen Preis angeboten, und da haben sich auf diese eine Wohnung 1300 Menschen beworben. Auf eine einzige Wohnung. So, und ganz egal, nochmal, wie stark wir jetzt die Mietpreisbremse noch verschärfen, egal, ob wir jetzt einen Mietendeckel machen oder was auch immer, am Ende des Tages gehen von diesen 1300 Menschen 1299 nach Hause und haben keine Wohnung. Und ich glaube, das macht das Problem deutlich, dass wir vor allen Dingen etwas dafür tun müssen, dass mehr, schneller und kostengünstiger gebaut wird. Und das ist etwas, was uns für große Herausforderungen steht, was auch nicht schnell geht, aber was angegangen werden muss. Sonst werden wir den Wohnungsmarkt nicht wieder in ein Gleichgewicht bringen, und damit kriegen wir das Problem an den Ursachen letztlich dann auch nicht gelöst, sondern wir doktern an den Symptomen herum. Dann haken wir doch da direkt mal ein, Stichwort Wohnungsbau. Was würden Sie denn denken, wie soll die Wohnungssituation in Metropolen entspannt werden? Wie soll das Angebot erweitert werden? Also nach der Neuen Osnabrücker Zeitung fehlen in der Tat bundesweit derzeit rund 2 Millionen Wohnungen in Metropolregionen. Allein Berlin, da variieren die Schätzungen ein bisschen zwischen 100.000 und 300.000 Wohnungen. Was soll da konkret passieren? Also wir müssen mehr investieren. Wir brauchen vor allen Dingen mehr Bauland. Das ist das Nadelöhr, dass nicht genügend Bauland von den Kommunen, vom Land Berlin hier zum Beispiel ausgewiesen wird. Und wir müssen natürlich auch die Genehmigungsverfahren schneller machen. Wir müssen das Bauen günstiger machen, weil das ist eine Binsenweisheit. Wenn Bauen teuer ist, dann wird am Ende das Mieten auch teuer sein, weil das natürlich alles refinanziert werden muss. Wir als Bund haben eine ganze Menge da gemacht. Wir geben in dieser Legislaturperiode beispielsweise 5 Milliarden Euro, also wirklich eine ganze Menge Geld. Das stellen wir den Ländern zur Verfügung für den sozialen Wohnungsbau, weil wir eben auch sehen, dass die Anzahl der Sozialwohnungen in den letzten Jahren doch deutlich, deutlich runtergegangen ist. Und da müssen wir besser werden. Da muss mehr gebaut werden. Da haben die Länder in den letzten Jahren zu wenig gemacht. Es ist noch nicht lange her, gerade in Berlin, in den 2000er Jahren, wo hier große Wohnungsbestände von städtischen Gesellschaften verkauft worden sind. Und die fehlen uns natürlich. Von einem rot-roten Senat. Von einem rot-roten Senat hier in Berlin. Das war der GSW-Wohnungsbestand. Richtig. Ja. Also das heißt, da müssen wir mehr tun. Wir gehen jetzt gerade hin, werden das Wohngeld reformieren, wo also sozusagen Menschen, die sozusagen noch nicht Transferleistungsempfänger sind, aber eben auch nicht gut verdienen, dass wir sozusagen diese Lücke ein Stück weit auch schließen. Das sind sozusagen die Wege, die wir gehen wollen. Da gibt es viel, was wir im Bauplanungsrecht machen müssen, was Bauen teuer macht. Thema Brandschutz, auch bei den energetischen Sanierungen. Wir sind alle für Klimaschutz. Das muss auch gemacht werden. Aber wir kommen irgendwann so in einen Bereich, wo der ökologische Ertrag durch eine energetische Sanierung nur noch sehr, sehr gering ist. Aber ökonomisch ist extrem teuer ist, diese energetische Modernisierung vorzunehmen. Und da muss man sich sehr genau anschauen, wo können wir möglicherweise auch bauordnungsrechtliche Vorschriften entschlacken, wo können wir das Bauen am Ende günstiger machen. Was hält Sie denn von der Idee zu sagen, das Land darf nur verpachtet werden? Das Land, das ist ein per Definition beschränktes Gut, gerade in Metropolen, gerade wenn es auch darum geht, nicht immer nur im Speckgürtel noch mehr Wiesen und so zu bebauen, sondern in der Stadt auch zu verdichten. Zu sagen, nein, damit soll nicht spekuliert werden. Das kann nicht sein, dass wir mehrere tausend Euro für einen Quadratmeter Grund und Boden zahlen und der den Privateigentümern dann auch gehört, sondern Land wird nur verpachtet für eine lange Zeit. Aber wenn es nicht bebaut wird, fällt es wieder zurück. Aber es bleibt im Kern im Besitz des Staats.
Also dieses Modell der Erbbaupacht ist eines, was ja praktiziert wird an vielen Stellen schon. Also ich weiß, Wolfsburg zum Beispiel ist so eine Stadt, wo das sehr, sehr intensiv auch gehandhabt wird. Über sowas muss man nachdenken, wie kann man Baukosten senken, weil natürlich das Bauland etwas ist, was das vor allen Dingen auch teuer macht, das Bauen, neben den ganzen steuerrechtlichen Fragen. Also Grunderwerbsteuer zum Beispiel ist eben auch so ein Thema. Das finde ich immer bei dieser ganzen Diskussion, um jetzt mal im Land Berlin, ist meine Heimatstadt zu bleiben, so ein bisschen bigott an der Stelle. Man schimpft immer darüber, dass das Mieten so teuer ist, steht aber auf der anderen Seite sozusagen selbst als Kostentreiber auch im Raum. Also wenn ich an die Grunderwerbsteuer, die ist in Berlin hoch, 6%, die muss erstmal aufgebraucht werden, wenn ich etwas Neues bauen will. Und wenn ich 6% erstmal an den Staat geben muss, muss das am Ende refinanziert werden. Und das wird natürlich am Ende auf die Mieten aufgeschlagen. Und das gleiche gilt für die Grundsteuer, die reformierten wir jetzt ja gerade. Auch das ist etwas, was eine laufende Belastung eben dann am Ende auch für Mieterinnen und Mieter darstellt. Also das heißt, da gibt es eine ganze Reihe von Dingen, wo wir rangehen müssen. Und deswegen gilt es sozusagen an vielen verschiedenen Stellschrauben auch zu drehen. Also natürlich geht es um soziale Leitplanken im Mietrecht. Natürlich geht es darum, Bauland zur Verfügung zu stellen. Natürlich geht es darum, Bauland günstiger zu machen. Es geht vor allen Dingen darum, auch in Räumen zu denken. Sie haben ja gerade den Speckgürtel von Berlin angesprochen. Wir werden alle Wohnungsbauprobleme nicht in Berlin auf unserer Fläche lösen können, sondern wir brauchen natürlich auch eine Kooperation mit Brandenburg. Wir brauchen dort die Ausweisung von Baulandflächen. Und ich bin auch zutiefst davon überzeugt, dass Menschen auch gerne in Brandenburg wohnen, dass sie gerne im Grünen wohnen, unter einer Voraussetzung, dass sie einen gut ausgebauten öffentlichen Personennahverkehr haben, dass sie trotzdem in 20 Minuten am Potsdamer Platz sind bei ihrer Arbeitsstätte, dann kann man auch ohne weiteres in Brandenburg auch wohnen. Aber Bauland billiger machen, wie soll das gehen? Es steht und fällt auch da wieder Angebot und Nachfrage. Wenn mehr Bauland ausgewiesen wird, dann wird Bauland am Ende auch günstiger werden. Ich will nur ein Beispiel nennen, was ein Thema ist, was in Berlin ja wirklich sehr, sehr hohe Wellen geschlagen hat. Also die Frage, ob wir etwa das Tempelhofer Feld teilweise am Rand bebauen. Ich meine, es gibt dazu einen Volksentscheid, der ist ausgegangen, wie er ausgegangen ist. Die Berlinerinnen und Berliner haben in ihrer Mehrheit gesagt, nein, wir wollen das nicht. Das ist allerdings mittlerweile einige Jahre zurück. Die Wohnungsmarktsituation hat sich seitdem deutlich verschärft. Die Mieten sind deutlich gestiegen an dieser Stelle auf dem Tempelhofer Feld. Ich rede nur über die Randbebauung, nicht das ganze Tempelhofer Feld. Das hat nie jemand irgendwie in Rede gestellt. Nur bei der Randbebauung hätten wir 6.000 bis 10.000 Wohnungen schaffen können. Das heißt Platz für 20.000, 25.000 Menschen, die am Ende eine Wohnung gehabt hätten. Und ich glaube, diese Diskussion müssen wir auch in der Stadtgesellschaft führen. Wollen wir die Baulandflächen, die es dort gibt, wollen wir die Baulandflächen, die es in Pankow, Elisabethaue, anderes gutes Beispiel, wo der rot-rot-grüne Senat im Koalitionsvertrag ausgeschlossen hat, dass dort gebaut wird, obwohl es die Planung gibt. Dort hätten auch 10.000 Wohnungen entstehen können. Man hat aber gesagt, man will das nicht. Hey, weil es diesen Konflikt gibt zwischen Anwohnerinteressen, vor allen Dingen Naturschutzinteressen auch und diesen Wohnungsbauinteressen. Das ist ja ein fundamentaler Konflikt, in den sie an allen Ecken reinrennen. Aber vielleicht, um da nochmal eine andere Möglichkeit aufzuzeigen, Stichwort Verdichtung. Es gibt inzwischen eine ganze Reihe von Beispielen, zum Beispiel aus München, wo so ganz typische Nachkriegsbebauung abgerissen worden ist, ja, so einstöckiger, großflächiger Einzelhandel, ja, der klassische Aldi-Markt mit riesen Parkplatz in der Innenstadt, eigentlich eine sinnlose Platzverschwendung, und diese Gebäude sind dann abgerissen worden, ersetzt worden durch große Wohngebäude, und der Markt war dann hinterher eben nur noch im Erdgeschoss. Wie stehen Sie dazu? Halten Sie das für eine sinnvolle Lösung, und was könnte der Bundesgesetzgeber tun, um solche Lösungen gegebenenfalls zu erleichtern? Nachverdichtung ist ein wichtiger Punkt neben dem Bauland, wo Sie haben ja zu Recht gesagt, natürlich sind das Zielkonflikte, die dort bestehen. Überhaupt bei dem ganzen Thema Mieten und bezahlbares Wohnen, natürlich ist das ein Zielkonflikt zwischen dem bezahlbaren Wohnen auf der einen Seite, zwischen Klimaschutz, sprich energetische Modernisierung auf der anderen Seite, aber auch zwischen dem demografischen Wandel, den wir in unserer Gesellschaft haben. Auch ältere Menschen brauchen seniorengerecht gestaltete Wohnungen. Die müssen wir umbauen. Wir müssen seniorengerecht gestaltete Bäder haben. Wir brauchen Aufzüge, dass die Menschen noch in ihre Wohnung kommen. Und all das kostet Geld. Und das müssen wir zusammenbringen mit dem anderen gesamtgesellschaftlichen Ziel, bezahlbaren Wohnungen. Das ist keine leichte Aufgabe. Und was die Frage der Nachverdichtung anbelangt, gerade was die Situation von großflächigen Discountern anbelangt. Genau das machen wir momentan in Berlin. Das ist eine Antragslage, wo wir als CDU Berlin sehr darauf gedrungen haben, dass wir uns das anschauen. Wo gibt es Potenziale? Wo können wir diese Discounter entweder ertüchtigen, wo die Statik das hergibt, also oben drüber bauen, oder gegebenenfalls diese abreißen und dann neu bauen? Da gibt es viele Potenziale. Aber auch da hat man natürlich dann die Situation, dass sich sehr schnell dann auch Bürgerinteressen verletzt sehen, wo sich Bürgerinitiativen gründen und sagen, wir finden zwar Neubau eine tolle Sache, aber bitte nicht in meiner Nachbarschaft. Und ich glaube, das ist schon etwas, wo ich dann wieder bei dieser gesellschaftlichen Diskussion bin. Wir müssen als Politik
auch dafür sorgen, dass es ein Bewusstsein in der Gesellschaft gibt, dass wir diesen Neubau benötigen. Und das nutzt nichts. Ich meine, ich bin selber Wahlkreisabgeordneter und das ist nicht schön, wenn man zu einer Bürgerinitiative geht und denen am Ende sagt, liebe Leute, ich verstehe euch, aber wir brauchen trotzdem dieses Projekt hier in dieser Gegend. Und natürlich muss man mit den Leuten dann reden und versuchen, es verträglich zu gestalten, aber am Ende brauchen wir diese Wohnung. Es nutzt nichts zu sagen, wie das zum Teil passiert, wir machen jetzt hier mal die Schotten dicht, Berlin soll und darf sich nicht verändern. Das wird nicht passieren. Wir haben jedes Jahr 30.000, 40.000 Menschen, die in diese Stadt kommen. Die brauchen neue Wohnungen. Berlin, und da können wir auch, finde ich, ein Stück weit stolz drauf sein. Berlin ist eine wachsende Stadt, ist eine wachsende Metropole im Herzen Europas, ist attraktiv für wahnsinnig viele Menschen. Aber es bringt Herausforderungen mit sich. Und es nutzt nichts, den Kopf in den Sand zu stecken, wie vorgestraut, sondern wir müssen diese Herausforderung angehen. Vielleicht noch, doch noch mal einmal die Nachfrage zu diesem Stichwort Verdichtung. Denken Sie, oder Nachverdichtung, denken Sie, dass die gesetzlichen Instrumentarien da schon ausreichen, damit beispielsweise eine Kommune wie Berlin, also in Berlin wäre es dann ein Bezirk, tatsächlich auch Eigentümer verpflichten kann, zu sagen, hier dein Grundstück, also Aldi-Markt oder Tankstelle wäre ein zweites Beispiel, ist einfach eine Platzverschwendung. Diesen Platz haben wir nicht, weil die Innenstadt eben verdichtet werden muss. Du musst jetzt bauen oder du musst abreißen und neu bauen. Also das, was der Bund tun kann, bauplanungsrechtlich, das haben wir an vielen Stellen schon gemacht. Wir haben etwa so ein neues Baugebiet, nennt sich urbanes Gebiet, geschaffen, wo zum Beispiel die Möglichkeit besteht, dass Wohnen und Gewerbe näher zusammenrückt. Das ist auch immer ein Konflikt, weil es dort um Lärmemissionen, Dreck und andere Dinge geht, was sich nicht unmittelbar verträgt. Das haben wir sozusagen gesetzlich jetzt so geregelt, dass es besser zusammengeht, wo einfach auch Potenziale, Flächenpotenziale entsteht und besser genutzt werden können. Und ansonsten sind es in der Tat, wenn es um die Nachverdichtung geht, Fragen des Bauordnungsrechts, wo die Länder für zuständig sind, wo die Bauordnungen angepasst werden müssen. Ich bin sehr dafür, dass wir eine Musterbauordnung, die es gibt, dass wir die besser verbindlicher ausgestalten, dass man dort mehr Möglichkeiten hat, zum Beispiel auch aufzustocken. Auch das ist etwas, wo da wird eben keine neue Fläche versiegelt. Man geht einfach nur ein Stück weit höher, das geht aber einher, da muss ein Aufzug beispielsweise gemacht werden, andere Dinge, aber es werden eben keine neuen Flächen versiegelt an der Stelle, ist also ökologisch auch durchaus sinnvoll. Das geben aber die Regelungen in den jeweiligen Ländern oftmals nicht her. Und ich glaube, da sind die Länder wirklich in der Pflicht, die Dinge besser zu machen. Ein Problem sind hohe Kosten, wenn man billigen Wohnraum erschaffen will. Das Land kostet viel, man muss Steuern zahlen, wenn man baut, man hat hohe Abgaben, muss Grundsteuer zahlen, Grunderwerbsteuer etc. pp. Und dann gibt es ja den Vorschlag zu sagen, wie wäre das denn, wenn wir bauen und die Erschaffung vor allen Dingen günstigen Wohnraums gemeinnützig erklären würden. Und sagen, wenn jemand Wohnraum schafft für, ich weiß nicht, 6,50 Euro oder 6 Euro kalt, das ist ein Dienst an der Allgemeinheit, das erspart dem Staat große Ausgaben, deswegen kriegt der Land vom Staat umsonst, deswegen muss er keine Grunderwerbsteuer zahlen, deswegen fallen diverse andere Abgaben weg und so können wir eine Miete, eine Quadratmetermiete von, weiß ich nicht, 5, 6 Euro irgendwas schaffen. Ist das ein Ansatz? Genau solche Ansätze gibt es ja schon. Also das, was Sie zum Beispiel beschreiben, das machen ja die Genossenschaften, vor allen Dingen, die eben sehr, sehr günstig auch am Ende vermieten. Die kriegen nur hier in Berlin keine Grundstücke. Die kriegen keine Grundstücke bei der Grundstücksvergabe, weil eben andere bevorzugt werden. Und wie kann man das ändern? Das ist letztlich eine politische Entscheidung des Senats, ob Genossenschaften Wohnraum schaffen können, indem sie Grundstücke auch zur Verfügung gestellt bekommen. Sie kriegen sie einen nicht. Und das ist ein großes Versäumnis dieses rot-rot-grünen Senats hier. An anderer Stelle wird ja sehr viel auch gemacht. Also es gibt in Berlin das Modell der sogenannten kooperativen Baulandentwicklung, das so ein bisschen das aufgreift, was Sie gerade beschrieben haben. Dass wenn jetzt Investoren sagen, sie wollen in Berlin bauen, sie wollen investieren und brauchen dafür ein Grundstück vom Land Berlin, dann ist es heute, das hat lange gedauert, früher war das so, derjenige hat den Zuschlag bekommen, der den höchsten Preis geboten hat und der hat natürlich dann auch das so vermarktet, wie es wirtschaftlich für ihn am günstigsten war. Heute ist das anders. Heute gibt es die kooperative Baulandentwicklung, die besagt, dass 30% der Flächen von Wohnraum, die dort entsteht, kostengünstig für Sozialwohnungen angeboten werden muss. Das ist auch in Ordnung, dass man so einen Mix hat. Nur dieses Modell führt natürlich jetzt am Ende dazu, dass man 30% der Fläche sehr günstige Wohnungen hat. Und das führt dann für die anderen 70% dazu, dass die überproportional teuer sind, weil die natürlich auch wieder refinanzieren müssen, diese niedrigen. Das heißt, das Problem, das wir haben, dass wir auf der einen Seite schaffen wir sozialen Wohnraum, das ist auch gut und richtig. Wir schaffen auf der anderen Seite sehr, sehr teuren Wohnraum, wo es auch eine Nachfrage für gibt, will ich auch mich gar nicht gegen aussprechen. Aber so für die Mitte der Gesellschaft, so für die Krankenschwester, den Polizeibeamten, den Busfahrer, die kriegen nun nach diesem Modell gerade keinen Wohnraum. Und deswegen
ist dieses Modell auch noch nicht zu Ende gedacht. Ja, Stichwort Senat von Berlin und Stichwort Mitte der Gesellschaft. Sie haben im Grunde ja die Problemlage schon gut skizziert. Es gibt zu wenig Wohnungen, es ist sehr teuer neu zu bauen. Das heißt also, das Missverhältnis von Angebot und Nachfrage, gerade im Bereich so mittlerer Preislagen, irgendwas zwischen 7 und 10 Euro kalt vielleicht, da ist das Angebot einfach viel zu niedrig. Und wenn man ehrlich ist, wird es sich vermutlich jedenfalls innerhalb von einigen wenigen Jahren auch in den Metropolregionen in Deutschland nicht verändern. Das heißt also, eine natürliche Preisabsenkung ist nicht so wahnsinnig wahrscheinlich, wenn man ganz ehrlich ist. Und deswegen hat der Senat von Berlin jetzt ja eine Maßnahme getroffen, die er selber als Notmaßnahme beschreibt, nämlich den sogenannten Mietendeckel. Unsere Hörerinnen und Hörer kennen die Fakten im Grunde schon ziemlich gut. Wir wollen das deswegen jetzt nicht nochmal alles aufgreifen, aber die zwei wesentlichen Punkte sind, dass der Mietzins bei einer Neuvermietung oder auch bei einer Erstvermietung, wobei es eben nur gilt für Gebäude, die bis 2013 fertig geworden sind, jedenfalls bei der Mietzins gedeckelt ist. Man darf also nicht mehr als einen ganz bestimmten Mietzins verlangen als Vermieter, wenn man neu vermietet. Und ab Herbst 2020 sollen auch Mieten in laufenden Mietverhältnissen abgesenkt werden können, wenn sie die Werte, die bei einer Neuvermietung zulässig wären, deutlich überschreiten. Wie stehen Sie zu diesem Ansatz des Berliner Senats? Ist das zumindest als Notfallmaßnahme für die 5 Jahre, für die das Gesetz jetzt gelten soll, ein sinnvoller Schritt? Ich glaube nicht, dass es ein sinnvoller Schritt ist. Am Ende streut man den Menschen hier mit Sand in die Augen. Dieser Mietendeckel, der ist in den Augen von vielen Menschen etwas Positives, weil natürlich jeder sich sagt, ist ja wunderbar, wenn meine Miete nicht mehr steigt und wenn sie möglicherweise sogar abgesenkt werden kann. Nur am Ende wird es nicht so kommen. Da lügt der rot-rot-grüne Senat die Menschen hier in Berlin an. Am Ende ist es so, dass man die Probleme damit nicht löst, sondern Sie haben es ja selber gerade beschrieben. Wir müssen, und das ist unser erklärtes Ziel, wir müssen den Wohnungsmarkt wieder in ein Gleichgewicht bringen. Wir müssen es schaffen, dass wir genügend freie Wohnungen in Berlin haben, damit die Menschen eben auch eine Auswahl haben, dass sie sagen können, wenn mir die Miete zu teuer ist, ziehe ich woanders hin und kann mir diese Miete eben auch noch leisten. Der Mietendeckel bewirkt aber genau das Gegenteil. Wir sehen jetzt schon, dass sich die Investoren reihenweise aus Berlin zurückziehen. Es gibt eine ganze Reihe von Beispielen, wo Programme für Neubau, von Modernisierung will ich noch gar nicht reden, das auch noch ganz massiv, dass die sich aus diesen Programmen zurückziehen, dass diese gestoppt werden, dass es hier keinen Neubau mehr in der Stadt gibt. Das heißt, am Ende verschärfen wir sogar das Problem mit diesem Mietendeckel. Und was jetzt noch hinzukommt, dieser Mietendeckel ist am Ende auch etwas, was vor dem Verfassungsgericht, da bin ich zu 100% von überzeugt, scheitern wird. Dieser Mietendeckel ist verfassungswidrig, weil er führt am Ende dazu, dass all das, was wir als Bundesgesetzgeber gemacht haben, ich habe von der Mietpreisbremse gesprochen, ich habe davon gesprochen, dass die Modernisierungsumlage, dass wir die abgesenkt haben, dass wir dort eine Kappungsgrenze eingeführt haben, dass wir viele andere mieterschützende Maßnahmen etwa beim Mietspiegel gemacht haben, all das wird, wenn der Mietendeckel in Kraft tritt, in Berlin keine Gültigkeit mehr haben. Das gilt dann hier einfach nicht mehr. Und das ist ein krasser Verstoß gegen die Zuständigkeitsordnung des Grundgesetzes. Selbst der Gutachter des Senats, also jetzt nicht irgendein Gefälligkeitsgutachten, sondern der selbst vom Senat ausgewählte Gutachter hat genau das so in sein Gutachten geschrieben und trotzdem rennt man hier in diese offene Klinge des Verfassungsverstoßes ein und das führt am Ende dazu, dass diejenigen, die eigentlich geschützt werden sollen, nämlich die Mieterinnen und Mieter in dieser Stadt, dass die am Ende, wenn das Gericht kassiert wird von Karlsruhe, dass die am Ende, wenn das Gesetz kassiert wird, dass die dann am Ende hohe Nachzahlungen fürchten müssen, weil natürlich die Miete, die dann vielleicht in diesen Jahren erstmal niedriger war, die muss natürlich dann nachgezahlt werden. Und dass sie am Ende, wenn sie das nicht können, und das können ganz schnell hohe, auch fünfstellige Beträge sein, dass die dann am Ende möglicherweise sogar mit der Kündigung bedroht ist. Und deswegen finde ich das so fatal, dass dieses Vertrauen auch in die Rechtsstaatlichkeit von Entscheidungen durch den rot-rot-grünen Senat, der ja hinter vorgehaltener Hand einem auch sagt, sie glauben ja selber nicht, dass das vor dem Verfassungsgericht hält. Wer sagt Ihnen das? Das hört man aus verschiedenen Quellen des Senates, dass die das selber sagen. Und es bestätigen ja auch eigentlich alle Gutachten. Selbst nochmal das eigene Gutachten des Senates sagt, diese staatlich festgesetzten Obergrenzen, die ihr jetzt dort installiert habt in diesem Gesetz, das dürft ihr nicht machen. Dafür habt ihr keine Kompetenz. Das ist verfassungswidrig. Und trotzdem macht man es. Und es wird nochmal am Ende den Mieterinnen und Mietern
nicht nutzen, sondern im Gegenteil, es wird ihnen schaden und deswegen bin ich ganz dezidiert gegen diesen Mietendeckel. Also ich würde diese Thematik kurz mal sortieren. Es sind ja im Grunde zwei Punkte. Das eine ist die Frage, funktioniert das zunächst mal, wenn das Gesetz tatsächlich in Kraft ist? Das ist die eine Frage. Und die zweite Frage ist das rechtlich überhaupt so möglich? Sie haben gerade schon die Kompetenzargumentation geschildert. Ganz so unumstritten ist die Frage allerdings ja nicht. Es gibt ja auch durchaus Hochschullehrer, die durchaus eine Gesetzgebungskompetenz des Landes eben unter dem zwei einzelne gibt es. Naja gut, also Franz Mayer zum Beispiel aus Bielefeld ist ja durchaus ein renommierter Hochschullehrer. Bekannter SPD-Gutachter. Klar. Der im Übrigen, aber das muss ich schon mal sagen, der hat genau das, was der Mietendeckel jetzt macht, genau das hat er in seinem Gutachten nicht untersucht. Sondern der ursprüngliche Mietendeckel, das, was die SPD ursprünglich mal vorgeschlagen hat, beruhte ja einzig und allein darauf, dass man die Mieten für einen bestimmten Zeitraum einfriert. Das ist aber nicht das, was jetzt im Gesetzgebungsverfahren ist, sondern dort gibt es zwei Komponenten. Es gibt die Absenkung und die Es gibt das Einfrieren der Mieten und dann gibt es die Absenkung und, das ist das Entscheidende, es gibt die Obergrenzen, die dort staatlich festgesetzt werden. Das hat das Gutachten der SPD seinerzeit überhaupt gar nicht untersucht. Deswegen gibt es auch gar keine Stellungnahme von Gutachtern, die sagt, das geht so. Gut, ich meine, das ist in der Tat in dem Gutachten nicht untersucht worden. Aber wenn man mal so einen kleinen Schritt zurücktritt, ist es ja schon so, dass das Gutachten sich maßgeblich darauf stützt, dass die Länder tatsächlich eine solche Gesetzgebungskompetenz haben sollen, weil es quasi ein anderer Ansatzpunkt ist. Also was der Bundesgesetzgeber regelt hat, ist ja quasi die zivilrechtliche Situation. Was darf in einem Mietvertrag vereinbart werden oder wie darf der Vermieter einseitig die Miete erhöhen? Das heißt, da ist das Regelungsinstrument dieses Verhältnis zwischen Mieter und Vermieter oder Mieterin und Vermieterin, während der Ansatzpunkt des Landes Berlin ja nun ein anderer ist. Das Land Berlin richtet sich ja quasi öffentlich-rechtlich, hoheitlich ausschließlich an den Vermieter oder die Vermieterin und verbietet dieser Seite mehr als eine bestimmte Miete zu nehmen. Das ist jedenfalls juristisch ja zunächst mal eine andere Konstruktion. Sie haben darauf hingewiesen, dass es im Effekt natürlich das Bundesrecht an dieser Stelle überlagert. Das würde ich persönlich auch so sehen. Aber wenn ich da kurz unterbrechen darf, nur wenn Sie erlauben, möchte ich den ehemaligen Präsidenten des Bundesverfassungsgerichtes, Herrn Professor Papier, zu dieser Argumentation zitieren. Der sagt, diese Argumentation ist absurd. Und gut, ich meine, diese Argumentation war ja schließlich 40, 50 Jahre geltendes Recht. Also ich meine, in West-Berlin gab es ja schließlich bis in die 80er Jahre einen solchen hoheitlich ausgestatteten Mietendeckel. Oder habe ich das falsch in Erinnerung? Es gab solche Konstruktionen, die hatten aber in der Tat einen ganz gänzlich anderen Ansatz. Dort gab es das zivilrechtliche Instrument wie Mietpreisbremse und andere Dinge, gab es ja zu dieser Zeit überhaupt noch gar nicht. Deswegen war der Ansatz ein völlig anderer. Und eine Föderalismuskommission gab es in der Zwischenzeit auch noch. Also insofern haben sich die rechtlichen Rahmenbedingungen auch von der Verfassung einfach geändert. Ja gut, ich meine, die Föderalismuskommission hat ja an dieser Stelle quasi die konkurrierende Gesetzgebung für das Wohnungswesen aufgehoben, ne? Was im Zweifel dazu führt nach der Kompetenzordnung des Grundgesetzes, dass die Länder sogar eher mehr Spielraum haben oder der Bund keine konkurrierende Gesetzgebung erlassen könnte. Aber gut, wir wollen daraus ja kein juristisches Proseminar machen. Der entscheidende Punkt ist hier, glaube ich, schon, dass man sagen muss, es gibt sicherlich eine Mehrheit von Juristinnen und Juristen, die da skeptisch sind, aber es ist jetzt durchaus nicht so klar, denke ich, wie Sie gesagt haben, dass das alles vor dem Bundesverfassungsgericht scheitern würde. Man muss auch immerhin da das formale Argument sehen, nach dem Bundesverfassungsgerichtsgesetz braucht es 5-3 Stimmen mindestens, um ein Gesetz kippen zu können. Das heißt also, wenn eine Frage in Karlsruhe auf der Kippe steht, dann würde es im Zweifel für das Gesetz ausgehen. Aber gut, ich würde gerne diesen zweiten Punkt noch oder den eben von mir zitierten ersten Punkt angehen. Wie stehen Sie denn zu der Wirksamkeit dieses Mietendeckels, jedenfalls für einen Übergangszeitraum? Denn wie gesagt, Wohnungsbau sind sich im Grunde wirklich alle einig, nach meiner Wahrnehmung, ist das zentrale Gebot der Stunde. Nur, wir werden nicht in den nächsten 2-3 Jahren so viele Wohnungen bauen, dass zum Beispiel in Berlin, München oder Hamburg die Mietzinse sinken können. Was tut man denn als Gesetzgeber, wenn es den Menschen doch unter den Nägeln brennt? Wir haben ja genau um diese Problemlage, dass wir auf der einen Seite alle sagen, wir brauchen mehr Wohnungsneubau, um an den Ursachen für den steigenden Mieten etwas zu tun. Da haben wir ja ein Instrument für. Das ist ja genau die Mietpreisbremse, die ja mit dem Argument eingeführt wurde, wir wollen den Mietenanstieg für einen gewissen Zeitraum, sie war ja ursprünglich befristet auf 5 Jahre, dafür haben wir dieses Instrument geschaffen, um den Ländern Luft zu schaffen, hier etwas zu tun. Und es war im Übrigen auch die klare Erwartungshaltung des Bundesgesetzgebers, dass die Länder in diesen 5 Jahren etwas tun. Wir hatten seinerzeit eigentlich vor, das mit einem Jungteam zu verbinden, dass wir sagen, die Länder, die sagen, sie wollen die Mietpreisbremse einführen, dass die dann auch gleichzeitig ein Wohnungsneubauprogramm auflegen mussten. Das ist letztlich im Gesetzgebungsverfahren dann nicht weiter verfolgt worden, weil es auch ein paar verfassungsrechtliche Schwierigkeiten gab. Aber die klare Erwartungshaltung, dass das passiert, die ist gegeben. So, und jetzt muss man sagen, es gibt zum einen dieses Instrument, das Mietpreisbremse haben wir eingeführt und da waren wir als Union ja auch dafür. Das war Bestandteil auch unseres Wahlprogrammes,
Das heißt, das ist auch in Ordnung, aber es sollte ein befristetes Instrument sein. Jetzt haben wir, weil eben zu wenig passiert ist, uns das vorgenommen, dieses Instrument noch einmal zu verlängern um weitere 5 Jahre. Aber die Erwartungshaltung an die Länder, dass dort mehr Wohnungsneubau passieren muss, die bleibt bestehen. Und da muss man sagen, um bei Berlin zu bleiben, weil die so gerade im Fokus stehen mit dem Mietendeckel. Man muss sagen, einfach Berlin baut im Verhältnis zu seiner Bevölkerungsanzahl halb so viel wie Hamburg. Halb so viel wie Hamburg. Und das hat Ursachen. Das hat Ursachen. Wir haben jetzt gerade in der letzten Woche festgestellt, dass der rot-rot-grüne Senat mit seiner Mehrheit im Berliner Abgeordnetenhaus einen Flächennutzungsplan geändert hat, wo wirklich viele, viele neue Wohnungen hätten entstehen sollen. Und man hat jetzt gesagt, nein, das soll alles eine Grünfläche bleiben. Das kann man natürlich machen, aber da kann man sich nicht auf der anderen Seite hinstellen und sagen, das ist alles schlimm, das sind alles die bösen Vermieter schuld, wenn man an der anderen Stelle nicht die Voraussetzungen dafür schafft, dass Neubau überhaupt geschaffen werden kann. Was sagen Sie denn zu dem Argument, dass dieser Mietendeckel ja nur für Wohnungen gilt, die vor 2014 erst bezogen wurden? Das bedeutet, wenn jetzt gebaut wird, Neubau gebaut wird, Erstbezug, gilt dieser Mietendeckel nicht. Ist das nicht Anreiz genug für Investoren, neu zu bauen? Naja, das ist erstmal absolut notwendig. So einen ähnlichen Mechanismus haben wir bei der Mietpreisbremse ja auch, wo Neubauten in der Tat ausgenommen sind von der Mietpreisbremse, und beim Mietendeckel soll es ja ähnlich auch sein. Das ist auch absolut notwendig, sonst würde der Neubau total zum Erliegen kommen. Nur, man darf nicht alleine sich auf die Frage des Neubaus fokussieren. Wenn Sie sich überlegen, wie so eine Investitionsentscheidung zustande kommt, und da rede ich jetzt gar nicht von irgendwelchen großen Gesellschaften, sondern es gibt ja viele Pensionskassen und andere, die auch rechtlich verpflichtet sind, ihre Investitionsentscheidungen sicher anzulegen, wo sie eine bestimmte Rendite erwirtschaften müssen, und zwar jetzt nicht, ich rede jetzt nicht von 10%, 15%, 20%, sondern eine sichere Rendite 3%, 4%, aber sie muss sicher sein. So, und wenn wir jetzt in ein regulatives Umfeld kommen, wo überhaupt keine Planbarkeit mehr da ist, wo keine Investitionssicherheit mehr da ist, dann wird von solchen Investitionsentscheidungen Abstand genommen. Und genau das sehen wir jetzt hier in Berlin. Wenn Sie auf internationalen Investorenkonferenzen sind, dann gucken die heute alle auf Berlin, und zwar, und das ist das Schlimme, nicht nur auf Berlin, sondern die gucken insgesamt auf Deutschland und fragen, was passiert denn da eigentlich? Können wir das, worauf wir in der Vergangenheit vertraut haben, nämlich dass Deutschland ein Land ist mit einer ganz, ganz hohen Rechtssicherheit, mit einer ganz, ganz hohen Investitionssicherheit, können wir das zukünftig bei unseren Entscheidungen noch zugrunde legen? Und da sagen viele, nein, das können wir nicht, weil wir hier in Berlin ja nicht nur diskutieren über den Mietendeckel, sondern wir diskutieren hier auch über die Frage der Enteignung. Die SPD hat sich auf ihrem letzten Landesparteitag mit einer knappen Mehrheit gerade zwar dagegen entschieden, gegen die Enteignung, aber der rot-rot-grüne Senat von Unternehmen wie der Deutschen Wohnen zum Beispiel. Von Unternehmen wie der Deutschen Wohnen, aber es gibt zwei andere Partner innerhalb dieser Koalition, sowohl die Linkspartei, von der erwartet man auch nichts anderes, aber auch die Grünen, die sagen, nö, also ich finde dieses Volksbegehren Enteignung, finde ich eigentlich eine gute Sache. Und da sagen sich natürlich Investoren, ganz egal, ob der Neubau ausgenommen ist von dem Mietendeckel oder nicht, die sagen, in Berlin investiere ich nicht mehr. Das ist mir viel zu unsicher, weil ich überhaupt gar nicht weiß, was ist denn morgen, was ist in einem halben Jahr, was ist in einem einen Jahr, was passiert da, was kommt da an Entscheidungen auf mich zu? Und das ist das Problem, das Investitionsklima ist jetzt schon verdorben, der Schaden ist jetzt schon durch die Diskussion über Mietendeckel und Enteignung eingetreten. Aber was sagen Sie denn den Menschen, die eben jetzt im Berliner Senat Verantwortung tragen, wenn Menschen auf Sie zukommen und sagen, ich verliere meine Wohnung in meinem Kiez oder ich habe Angst, aus meinem Kiez verdrängt zu werden? Sie haben eben ja schon deutlich gemacht, dass Sie diese Verdrängung eigentlich auch falsch finden. Was soll man denn machen als Berliner Senat? Wie gesagt, Neubau haben wir schon drüber gesprochen. Was kann man jetzt und hier tun, um diese Verdrängung zu verhindern? Wenn man jetzt nicht auf den Mietendeckel setzt als Atmung, sondern sagt, die Mieten sind zu hoch, diese Mieten sind gestiegen, die Mieten sind ein verdrängendes Element. Wenn es der Mietendeckel nicht ist, was wäre es in Ihren Augen, was jetzt sofort wirkt? Also, ich möchte gerne mal mit einem Vorurteil aufräumen. Es wird ja in der Diskussion manchmal so getan, als ob Mieterinnen und Mieter heute irgendwie schutzlos ausgeliefert seien. Das Gegenteil ist ja der Fall. Das Gegenteil ist der Fall. Wir haben, und das finde ich gut und richtig so, wirklich starke soziale Leitplanken in unserem Mietrecht. Es ist nicht so, dass man als Vermieter einfach mir nichts, die nicht seine Miete erhöhen kann. Wir haben die Mietpreisbremse, die sagt bei Neuvermietung maximal 10% über der ortsüblichen Vergleichsvermiete. Wir haben die Kappungsgrenze, die klar begrenzt, dass man im Bestand nicht so ohne weiteres seine Miete erhöhen könnte, sondern das ist begrenzt auf einen bestimmten Prozentsatz. Wir haben die Situation, das haben wir gerade zum Jahresende jetzt noch einmal verschärft, dass wir bei Modernisierungsmaßnahmen, dass man nicht einfach die Miete
ohne weiteres erhöhen können, sondern maximal 3 bzw. 2 Euro pro Quadratmeter und man kann auch nicht mehr alle Kosten umlegen. Aber, also wir haben aber dann bleibt die Miete erhöht, ne? Das ist ja nicht nur zur Refinanzierung dieser Sanierungsmaßnahme, sondern die Miete ist dann einfach 2 Euro mehr pro Quadratmeter. Und zwar für immer. Das ist eine Frage, die gibt es auch schon lange, die Diskussion, ob man sozusagen diese Zeit der Modernisierungsmieterhöhung begrenzt, bis sich das Ganze amortisiert hat. Und die Rechnungen, die da immer so eingestellt wurden früher, da waren es noch 11%, da hatten wir noch diese Diskussion, naja, 11% sozusagen ist man in ja 9 Jahren ja durch. Ganz so einfach ist es ja nicht. Also 11% der Modernisierungskosten dürfen umgelegt werden. Genau, mittlerweile nicht mehr. Mittlerweile, das haben wir gerade zum Jahresanfang abgesenkt auf 8%. Und wir haben zusätzlich eine absolute Kappungsgrenze eingeführt. Das heißt, früher konnte man 8%, ist ja mal die Frage, von welcher Grundlage, konnte das sehr, sehr hoch sein. Da haben wir gesagt, nein, das geht nicht. Wir haben jetzt pro Quadratmeter einen bestimmten Eurobetrag, den man maximal umlegen kann. Das sind 3 Euro im Grundsatz, 2 Euro bei Wohnungen unter 7 Euro. Also, und das muss man ja sagen, das ist auch nochmal ein Punkt, den man in der Diskussion auch nicht vernachlässigen kann. Ich habe Verständnis für jeden Mieterin und Mieter, die sich existenziell bedroht fühlen. Und nochmal, wir haben starke soziale Leitplanken und das ist gut und richtig so. Und da arbeiten wir auch gerade in der Koalition daran, diese Leitplanken auch noch weiter auszubauen. Also indem wir zum Beispiel jetzt den Betrachtungszeitraum von der ortsüblichen Vergleichsmiete von 4 auf 6 Jahre ausdehnen. Das führt dazu, dass die ortsübliche Vergleichsmiete sinkt. Das führt dazu, dass die Mietpreisbremse ein Stück weit schärfer noch greift. Das führt dazu, dass man im Bestand nicht mehr so stark die Mieten erhöhen kann. All das ist richtig. Aber trotzdem gehört zur Wahrheit auch zu sagen, dass sehr, sehr viele Mietverhältnisse in Berlin immer noch sehr kostengünstig sind. Wir haben eine durchschnittliche Miete in Berlin, die liegt bei 6,72 Euro. Das ist die durchschnittliche Miete in Berlin. Und natürlich gibt es die schwarzen Schafe. Natürlich gibt es die. Und ich finde, diese schwarzen Schafe unter den Vermietern, die etwa bei Modernisierungsmaßnahmen nicht das Ziel haben, Klima zu schützen und deswegen energetisch zu modernisieren, die nicht das Ziel haben, für altersgerecht umgebauten Wohnungen zu sorgen, damit die den demografischen Wandel gestalten, sondern die das Ziel haben, die Leute herauszumodernisieren, die müssen wir ganz hart und klar sanktionieren. Und das haben wir auch zum Jahresanfang eingeführt. Es gibt jetzt einen Ordnungswidrigkeiten-Tatbestand, dass die Vermieter, die so etwas machen, auch mit einem hohen Bußgeld regeln müssen. Also das heißt, um ein Fazit zu ziehen, wir haben als Bundesgesetzgeber wirklich unsere Hausaufgaben gemacht, arbeiten da weiter dran und deswegen glaube ich, ist das ganz wichtig, da auszutransportieren, dass die Rechte, die die Mieterinnen und Mieter heute auch schon haben, dass die wahrgenommen werden, dass die genutzt werden, dass die auch umgesetzt werden und da können wir in der Tat noch besser werden. Ja, ich glaube, das funktioniert gerade in Berlin eigentlich schon relativ gut. Hier gibt es ja sehr viele Mieteninitiativen, hier gibt es ganz viele Beratungsstellen, der Mieterverein ist aktiv und gleichwohl gibt es doch immer wieder Menschen, die vor der Situation stehen, dass sie ihre Wohnung verlieren, in der sie vielleicht, Sie haben die Zahl genannt, 6 oder 7 Euro Kaltmiete gezahlt haben und die dann für diesen Mietzins in ihrem Kiez für Geld und gute Worte nichts mehr finden. Das muss man einfach, glaube ich, als Realität anerkennen, dass es Menschen gibt, die in dieser Situation sind und dass es noch viel mehr Menschen gibt, die vor dieser Situation Angst haben, weil sie bislang eine günstige Miete haben und die jeden Morgen mit Angst den Briefkasten aufmachen, ob da vielleicht die Modernisierungsankündigung drin liegt oder gar die Kündigung. Und was sagt man denn diesen Menschen, die einfach zurzeit zu diesem Preis in ihrem Kiez nichts mehr finden? Was sagen Sie als Berliner Senat diesen Menschen? Also ich bin nicht Berliner Senat. Weil Sie die Aktionen Mietendeckel so scharf kritisieren, mit den Gründen, die wir ausführlich jetzt auch diskutiert haben. Nur was sagen Sie denn dem Berliner Senat? Ich meine, Demokratie besteht ja, oder die Legitimität von Demokratie liegt ja auch darin, dass Menschen den Eindruck haben, der Staat nimmt ihre Sorgen wahr und der Staat adressiert diese Probleme und löst die. Was soll der Berliner Senat denn tun, wenn Sie sagen, der Mietendeckel ist nicht die Lösung? Aufgabe von Politik, weil sie von demokratischer Legitimation sprechen, ist aber auch den Menschen keine Angst zu machen. Und natürlich gibt es diese Fälle. Nochmal, es gibt die schwarzen Schafe und es gibt Menschen, die auch verdrängt werden, weil sie sich ihre Miete nicht mehr leisten können. Das ist so, das ist schlimm, das wollen wir ändern und deswegen nochmal, handeln wir ja als Bundesgesetzgeber. Aber nochmal, wir dürfen den Menschen bitte auch keine Angst machen. Und das führt nämlich zu dieser enorm aufgeheizten, zu dieser enorm emotionalisierten und zu dieser enorm auch polarisierten Situation, die am Ende eben auch dazu führt, dass zum Beispiel Scheiben eingeschmissen werden. Dass zum Beispiel gerade gestern Mitarbeiterinnen von Immobilienunternehmen zu Hause überfallen werden und dort körperlich angegriffen werden. Genau diese Situation, dass man den Menschen Angst macht, führt dazu. Und deswegen nochmal muss man die Probleme entschlossen angehen, auf der Bundesebene, auf der Landesebene. Aber nochmal, man darf ihnen keine Angst machen. Und was die Landesebene angeht. Würden Sie sagen, das Land Berlin macht den Menschen Angst? Ja, na absolut. Na absolut, wenn ich Frau Lomscher höre auf öffentlichen Eintritten, wie dort argumentiert wird, wenn ich höre, wenn das Volksbegehren Deutsche Wohnen enteignen und Co., wenn sie dort mit Herrn Tahiri auf dem Podium sitzen, der macht den Menschen Angst.
und zwar ganz bewusst, das ist gezielte Strategie und ich muss sagen, aus Sicht der Linkspartei ist es ja auch eine absolut nachvollziehbare Strategie. Solange die Menschen Angst haben, wählen sie natürlich am ehesten die Partei, die ihnen am meisten verspricht. Ob das dann wirksam ist, so wie der Mietendeckel, oder ob es eine populistische Scheinlösung ist, die am Ende von dem Verfassungsgericht scheitern wird und den Menschen mehr schadet als nutzt, ist eine ganz andere Frage, aber das ist so perfide, finde ich, an dieser Strategie. Man macht den Menschen Angst, um am Ende einen politischen Vorteil daraus zu ziehen. Und das finde ich nicht in Ordnung. Aber Angst ist ja eigentlich eine missglückte Wahrscheinlichkeitsrechnung. Also das nimmt ja zum Anlass einen Fall, der eintreten kann. Aber um Angst zu machen, wird die Wahrscheinlichkeit, dass er eintritt, extrem überhöht. Das bedeutet aber, diesen Fall, den gibt's ja. Also die Leute wohnen ja in der Stadt und finden schwer neue Wohnungen, weil die Mieten so hoch sind, weil es so wenig Wohnungen gibt. Sie wohnen bei Unternehmen wie der Deutschen Wohnen und es gibt ja dokumentierte Fälle, wo Leute ihre Wohnung verlassen mussten, weil sie die Miete nicht mehr zahlen müssen. Sie sagen, die Linken machen Angst, weil sie die Bedrohung überhöhen und sie sagen, es sind schwarze Schafe. Nein, das sage ich nicht alleine. Ich sage, es gibt schwarze Schafe, da gehen wir auch gegen vor. Und das ist genau das Problem. Wir müssen als Bundesgesetzgeber natürlich Regelungen machen, die für alle Geltung beanspruchen, weil wir bundesgesetzliche Regelungen machen. Und da muss man schon sehen, dass die Wohnungsmarktsituation auch sehr, sehr unterschiedlich ist. Man kann nicht alles hier auf Berlin-Mitte abstellen. Man kann Politik nicht immer nur von Extremen ableiten, sondern wir müssen natürlich auch versuchen, Regelungen zu schaffen, die für alle gelten. Und deswegen will ich auch gerne auch mal den Blick auf die, was in der Diskussion ganz häufig auch zu kurz kommt. Man denkt ja immer, dass die Mehrzahl der Wohnungen von großen Wohnungsunternehmen wie der Deutschen Wohnen, Vonovia und alle anderen angeboten werden. Das ist aber nicht richtig, sondern 2/3 der Wohnungen in unserem Land werden von privaten Kleinvermietern angeboten. Das ist so der Handwerksmeister, der vielleicht 1-2 Eigentumswohnungen sich angeschafft hat, die er als Altersvorsorge hat, wo er die vermietet, wo er später zum Teil vielleicht selber drin wohnt, die er im Übrigen auch mit einem häufig sehr, sehr guten Mietverhältnis bedient, wo er ein gutes persönliches Verhältnis auch zu seinen Mietern hat, die er eben nutzen will. Und auch für die müssen wir natürlich einen rechtlichen Rahmen machen, wo die eben auch mit umgehen können. So, und deswegen müssen wir diese unterschiedlichen Dinge zueinander bringen. Und das ist unsere Aufgabe, nochmal als Politik nicht Angst machen, nicht Politik von den Extremen ableiten, sondern eine vernünftige, ausgewogene Regel machen. Ganz zum Schluss nochmal kurze Frage. Das wollten wir da kurz mal anschneiden. Die AfD ist jetzt ja im Bundestag. Wie erleben Sie das denn? Also die Debattenkultur im Deutschen Bundestag hat sich seit dem Einzug der AfD wirklich verändert. Massiv verändert, nachteilig verändert. Wenn wir Debatten im Plenum des Deutschen Bundestages haben, dann stellt man immer wieder fest, dass die AfD die Provokation wirklich zu einem, ja, Stilmittel will ich gar nicht sagen, das klingt so positiv, aber wirklich zu einem politischen Prinzip für sich erhoben hat. Sie provozieren ganz gezielt, ganz bewusst, um Empörung hervorzurufen und darüber dann ihre politischen Inhalte zu transportieren. Politische Inhalte gibt es in der Substanz relativ wenig, sondern man versucht es eben über die Provokation. Ich erlebe das sehr, sehr deutlich bei uns im Rechtsausschuss des Deutschen Bundestages, wo es wenige Initiativen von der AfD gibt. Und wenn es Initiativen gibt, sind die häufig nicht durchdacht, nicht bis zum Ende durchdacht. Sie sind inhaltlich fehlerhaft und die werden dementsprechend inhaltlich auch auseinandergenommen. Das ist schon etwas, was die Debattenkultur wirklich sehr, sehr nachteilig auch verändert hat. Reden Sie denn mit AfD-Abgeordneten? Stehen Sie auf dem Flur, diskutieren inhaltlich oder gehen Sie aus dem Weg? Also bei mir persönlich gibt es jetzt wenig Berührungspunkte. Also ich bin selber bürgerlicher Politiker und ich finde, bürgerliche Umgangsformen sollte man auch wahren. Das heißt, ich gebe denen selbstverständlich die Hand und sage denen auch guten Morgen und guten Abend, aber ich treffe mich nicht auf einen Kaffee mit denen oder irgendwie sowas, weil es einfach wirklich unüberbrückbare Differenzen gibt. Natürlich gibt es da einzelne Kollegen, wo man sagt, na gut, man wundert sich manchmal, wieso die eigentlich in der AfD sind, aber sie sind eben AfD-Abgeordnete. Sie sind in der gleichen Partei wie jemand wie Bernd Höcke, der eben wirklich gerichtlich verbrieft. Björn Höcke, ja, man ist selber schon bei der Heute-Show, die wirklich gerichtlich verbrieft als Faschist bezeichnet werden können. Ist denn die AfD eine Partei wie jede andere, weil sie gewählt ist und im Bundestag sitzt? Größte Oppositionsfraktion? Also ich finde, man muss die AfD an bestimmten Stellen so behandeln, weil sie eben gewählt ist und das mag einem schmecken oder auch nicht. Sie ist aber von den Menschen in den Deutschen Bundestag gewählt worden und deswegen
haben wir ja auch diese Auseinandersetzung, wie gehen wir sie um? Also etwa bei der Frage, wählen wir einen Vizepräsidenten des Deutschen Bundestages für die AfD? Bislang hat das der Deutsche Bundestag in seiner Mehrheit nicht getan, obwohl nach der Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages der AfD nach ihrem Starkeverhältnis ein solcher Posten zustimmt. Und ich glaube, dass das nicht klug ist, das auf Dauer so zu tun, weil die AfD sich immer in diese Opferrolle begeben kann. Und das ist ja etwas, was sie als Narrativ hat. Sie begibt sich in diese Opferrolle und zeigt immer auf die anderen, auf die sogenannten Altparteien, die sie ausgrenzen würden, weil sie die einzige Partei, die einzige Fraktion sei, die die Wahrheit sagt. Und das ist, glaube ich, fatal, wenn man dieses Spiel mitspielt. Aber das machen die in jedem Fall. Egal, was sie machen, die AfD wird es immer schaffen, sich als Opfer zu gerieren. Das ist ihre politische Strategie, aber ich finde, unsere Aufgabe ist, dieses politische Spiel nicht mitzuspielen, nicht ihr noch weitere Nahrung zu geben, indem wir sie an dieser Stelle beim Vizepräsidenten zum Beispiel immer nicht mitwählen. Etwas anderes ist, wenn sie jemanden vorschlagen, der in seiner Person nicht geeignet ist, der, das hatten wir ja schon die Fälle, klar Antisemit ist, der klar rechtsradikal ist, den würde ich niemals zu einem Vizepräsidenten des Deutschen Bundestages wählen. Aber nur in Anführungszeichen, weil jemand der AfD-Fraktion angehört und die AfD-Fraktion nach unserer Geschäftsordnung einen Anspruch auf diese Funktion hat, das können wir nicht machen. Wir dürfen an dieser Stelle nicht mit zweierlei Maß messen. Ja, letzter Punkt, den wir uns notiert hatten für unser Gespräch, Stichwort GroKo-Bilanz, und ich würde da gerne den Bogen schlagen von der AfD. Würden Sie die Große Koalition auch in einer gewissen Mitverantwortung dafür sehen, dass die AfD so stark geworden ist? Einfach weil eine Große Koalition naturgemäß beide Partner, oder sind ja formal sogar drei, aber die beiden großen Blöcke, die sich da zusammengefunden haben zu einer Regierungskoalition, ein Stück weit abschleift? Also die Union, würden Sie die Kritik teilen, dass die Union sozial demokratisiert worden ist, aber auch die SPD konservativer geworden ist und deswegen einfach diese beiden großen Parteifamilien nicht mehr das starke Profil haben und deswegen Menschen zur AfD gehen oder in der AfD die einzige Opposition sehen? Also ich teile nicht die Analyse, dass die CDU sich sozial demokratisiert hat. Das wird ja immer behauptet. Ich glaube einfach nur, dass die Gesellschaft sich verändert hat. Die Gesellschaft ist heute eine andere als vor 5 Jahren, als vor 10 Jahren, als vor 15 Jahren. Und die CDU ist eine Volkspartei. Und wenn Gesellschaft sich verändert, dann wäre es ja absurd zu sagen, dass eine Volkspartei wie die CDU sich nicht mitändert. Sondern wir würden uns letztlich nur von unseren Wählerinnen und Wählern entfernen. Und das ist das, was in den letzten Jahren passiert ist. Insofern ist das ein ganz natürlicher Prozess, dass auch die Programmatik der CDU sich entsprechend verändert hat. Aber was zweifelsohne richtig an ihrer Analyse ist, eine große Koalition bedeutet immer auch große Kompromisse, die man schließen muss. Kompromiss, das hat jemand in dieser Tage gesagt, ist ja so ein Stück weit der Klebstoff der Demokratie. Fand ich eigentlich einen ganz schönen Ausdruck an dieser Stelle. Kompromiss ist nichts Schlechtes, sondern er ist notwendig. Wenn alle immer darauf beharren würden, zu 100% ihre Position, ihre Meinung durchzusetzen, kann Gesellschaft nicht funktionieren. Dann kann es kein gedeihliches Zusammenleben in einer Gesellschaft geben. Deswegen ist Kompromiss grundsätzlich etwas Gutes. Aber es führt natürlich dazu, dass das Kanten, das Profil verloren geht. Und das ist natürlich dann auch ein Befund, den wir ganz nüchtern feststellen müssen. Wenn Kanten, wenn Profil verloren geht, eröffnet das Räume auf der linken Seite des politischen Spektrums, eröffnet aber eben auch Räume auf dem rechten Spektrum der Politik. Und das ist zweifelsohne ein Grund, weswegen die AfD solche Wahlerfolge feiert, dass es die Große Koalition auch gibt und sie ganz gezielt und bewusst sozusagen das auch ausnutzt. Würden Sie denn sagen, wenn es jetzt um dieses Wählerpotenzial der AfD geht, ne, wir haben das jetzt in ostdeutschen Bundesländern gesehen, über 20%, fast ein Viertel derjenigen, die Stimmen abgegeben haben, haben dafür die AfD gestimmt. Auf der Bundesebene ist es nicht ganz so weit. Aber würden Sie sagen, diese Leute kann man und muss man zurückgewinnen und auf die AfD auch inhaltlich zugehen? Oder würden Sie sagen, nee, wir müssen unser demokratisches, liberales Profil schärfen und die Leute überzeugen, aber ein paar werden wir einfach nicht zurückholen können. Ich glaube, dass wir manche Wähler nicht werden zurückgewinnen können. Viele von denen, die heute AfD wählen, haben wahrscheinlich auch noch nie CDU gewählt, sondern wir sehen das in Deutschland, im europäischen Ausland ist das noch viel stärker verbreitet, aber auch in Deutschland gab es ja immer einen bestimmten Prozentsatz von Menschen, die einfach rechts gewählt haben, die früher Republikaner gewählt haben, dann gab es eine Zeit lang die NPD und die heute eben AfD
wählen. Und das sind Menschen, die auch ein gefestigtes, rechtsradikales Gedankenkonstrukt und ideologisches Weltbild haben. Diese Menschen können wir nicht zurückholen zur Union, weil sie nie bei uns gewesen sind und ich will sie auch bei uns auch gar nicht haben. Aber, und das ist der weitaus größere Anteil, es gibt natürlich auch Menschen, die sich einfach auch Sorgen machen um die Entwicklung des Landes, die Ängste, die Sorgen haben, dass es einen Umbruch von Gesellschaft gibt. Nicht umsonst hat die AfD gerade auch im Osten ihre großen Wahlerfolge, weil die Menschen, wir leben im 30. Jahr des Mauerfalls, weil die Menschen dort einen Umbruch, einen fundamentalen Umbruch von Gesellschaft erlebt haben, die viele Menschen einfach zutiefst verunsichert haben, die zu Brüchen in den Biografien geführt haben. Und wenn wir jetzt sehen, dass eben durch die Flüchtlingsthematik eben viele, viele Menschen zu uns kommen, die Gesellschaft natürlich auch verändern und das in der Wahrnehmung eben auch deutlich merkbar ist, da haben einfach viele Menschen Angst. Und ich glaube, mit den Menschen müssen wir einfach ins Gespräch kommen, müssen wir auch versuchen, auch auf sie zuzugehen. Nicht die Position der AfD übernehmen, das führt nicht weiter. Die AfD, die hat auf äußerst komplizierte Fragen ganz einfache Antworten. Das macht sie so attraktiv für viele, aber das Leben ist nicht so einfach und deswegen müssen wir an unseren Werten, an unserer Programmatik festhalten und aber Lösungen anbieten. Aber heißt das, dass man in Thüringen, dass die Union in Thüringen zum Beispiel mit der AfD reden sollte? Nein, definitiv nein. Es kann nicht in Thüringen, auch nicht an anderer Stelle, eine Kooperation mit der AfD nicht geben. Es kann auch keine Kooperation mit der Linkspartei geben. Da bin ich ganz dezidiert festgelegt. Auch nicht, wenn es darum geht, die AfD zum Beispiel aus der Regierung rauszuhalten? Auch dann nicht. Ich glaube, wir als Union würden uns am Ende aufgeben, würden, glaube ich, auch bürgerliche Mitte aufgeben, wenn wir mit der Linkspartei solche Gespräche führen. Aber heißt es da nicht einfach, Demokraten müssen zusammenhalten, ihre Inhalte mal zurückstecken, um eben Antidemokraten aus der Regierung rauszuhalten? Ja, sehen Sie, Bodo Ramelow ist nun jemand, der als Ministerpräsident in Thüringen hohe Zustimmungsraten erfährt. Aber man muss schon die Frage stellen, wer ist denn diese Linkspartei in Thüringen und an anderer Stelle? Und da ist es immer noch so. Ich habe gerade erst vor einigen Wochen auch gehört, dass die Linkspartei es nicht schafft, sich klar zu bekennen, dass die DDR ein Unrechtsstaat gewesen ist. Bodo Ramelow hat das ausdrücklich gesagt. Nein, Bodo Ramelow hat sich gerade kürzlich erst mit Manuela Schwesig gemeinsam von diesem Begriff distanziert, mit der Begründung, dass viele Menschen sich dadurch in ihrer persönlichen Biografie herabgewürdigt sehen würden. Das will kein Mensch. Aber man muss einfach feststellen, dass die DDR ein Unrechtsstaat war, wo es Unfreiheit gab, wo, wenn man seine Meinung dort gesagt hat, wo man in den Knast gesteckt wurde, für viele Jahre weggesperrt wurden, wo Menschen vernichtet worden sind von der Stasi. Und wenn man sich es nicht schafft, sich klar davon zu distanzieren, gibt es immer noch was viel aufzuarbeiten ist. Und ich will diesen Blick auch gar nicht so sehr in die Vergangenheit richten. Auch heute ist es ja nur so, dass in der Linkspartei Menschen sind, die wollen einfach eine andere Gesellschaft. Wir haben ja gerade über den Mietendeckel gesprochen. Wenn Sie mit der Linkspartei hier in Berlin sprechen, die wollen eine andere Gesellschaft. Die wollen nicht eine freie Gesellschaft, wo Menschen in ihrer Individualität wahr und ernst genommen werden, wo sie freiheitlich ihr Leben leiten. Aber ist die Linkspartei genauso problematisch wie die AfD? Ich will keine Gleichstellung machen. Jeder Vergleich von links und rechts, der führt am Ende ins Elend. Deswegen will ich auch nicht die DDR mit der NS-Zeit gleichstellen. Überhaupt gar nicht. Aber man muss einfach feststellen, dass es extremistische Tendenzen gibt bei der AfD sowieso, aber eben auch bei der Linkspartei. Und deswegen stellt sich diese Frage der Zusammenarbeit. Aber wenn man jetzt mal auf den Berliner Senat schaut, dann ist die Linkspartei ja hier in einer Koalitionsregierung mit der SPD und den Grünen. Und würden Sie denn sagen, dass es hier quasi in der praktischen Alltagspolitik extremistische Tendenzen gibt? Oder machen Sie sich da Sorgen um das Wohl des Landes aus extremistischen Gründen, aus linksradikalen Gründen? Na, also man muss ja nur mal sehen, was Katrin Lomscher als Stadtentwicklungssenatorin versucht hat ganz am Anfang. Sie hat als Staatssekretär André Holm benannt, der eine ganz glasklare Stasi-Vergangenheit, die er zuerst versucht hat zu verschleiern. Ja, aber das ist doch kein Linksextremismus. Der Mann ist ja, war ein paar Wochen bei Felix Dzerzhinsky. Ja, der Mann ist doch kein Linksextremist. Der Mann hat erstens eine Stasi-Vergangenheit, ganz klare Bezüge zu linksextremistischen Kreisen. Das ist auch völlig offen, sagt er ja auch selber. Und die bestehen auch nach wie vor. Und wenn Sie sich mal anschauen. Ich glaube, das würde er bestreiten. Wenn Sie sich jetzt auch mal anschauen, das, was die Linke für eine Wohnungsbaupolitik hier in Berlin macht, dann ist die Blaupause dafür in einem antifaschistischen Manifest niedergelegt, was heißt, das rote Berlin, Wege zu einem sozialistischen Berlin. Können Sie googeln im Internet. Dort ist ziemlich genau das beschrieben, was der rot-rot-grüne Senat und insbesondere die Linkspartei dort macht. Und einer dieser Verfechter dieser linken Berlins ist André Holm, der jetzt Berater, bezahlter Berater für die Linkspartei hier in Berlin ist. Und deswegen muss man einfach ganz nüchtern feststellen, natürlich gibt es Linksextremismus.
extremistische Bestrebungen, gibt es linksextremistische Verknüpfungen, auch dieser, die den Senat tragenden Partei Die Linke. Das verstehe ich, aber jetzt mal ganz praktisch. Sehen Sie da wirklich ein Problem, da, so wie das in Berlin funktioniert? Natürlich sind Sie politisch anderer Auffassung, das haben wir ja auch jetzt in vielen Aspekten schon beleuchtet, aber ist das denn wirklich eine, wie soll ich sagen, linksextremistische Politik, die hier gemacht wird, wo man sich Sorgen machen müsste, wenn jetzt dieses Modell vielleicht eine etwas andere Zusammensetzung auf Thüringen übertragen würde? Na, die Politik ist zum Glück nicht linksextremistisch. Zum Glück gibt es ja zumindest auch noch die SPD und die Grünen, auch wenn man manchmal meint, sie kann sich im Senat kaum noch durchsetzen. Insofern ist sie nicht linksextremistisch, aber die Position, die Linkspartei hier vertritt, die sind natürlich schon wirklich extrem links. Und nochmal das Beispiel Mietendeckel ist ein gutes Beispiel, weil am Ende natürlich versucht wird, unsere freiheitliche Gesellschaft, wozu eben auch, und da darf ich gerne das Bundesverfassungsgericht, also wirklich ein guter Leumund an dieser Stelle auch zitieren, das Privateigentum ist die wirtschaftliche Basis für individuelle Freiheit. Und das, was hier versucht wird, gerade mit Blick auf die kleinen privaten Vermieter, wird hier versucht, das private Eigentum letztendlich auch abzuschaffen, zu unterminieren. Und das ist linke Politik, die Linkspartei im Senat hier verfolgt. Hallo Jacques, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit. Ich glaube, Sie haben ein paar wichtige Punkte hier angebracht, die, ja, glaube ich, viele Hörer und Hörerinnen interessiert und vielleicht haben es einige auch schon vermisst, dass diese Punkte hier mal gemacht werden in diesem Zusammenhang. Ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit, ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Das war also im Gespräch mit der Lage der Nation Jan-Marco Luschak, Bundestagsabgeordneter der Christlich-Demokratischen Union, Spezialist für unter anderem Mietrecht und Wohnungspolitik. Vielen Dank und euch allen vielen Dank fürs Zuhören. Eine schöne Woche und bis bald. Wir hören uns. Bis dann. Ciao. Tschüss.